der Countdown auch schon zu Ende. Hallihallo, ich mache die Musik kurz aus. Ich grüße euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagabend. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingerutscht. Ich hoffe, es war nicht allzu stressig. Insider ist schon am Start und Maimer ist auch schon am Start. Ich grüße euch beiden. Ich habe heute ein bisschen eher angefangen, weil Dini heute nicht gestreamt hat. Deshalb nicht wundern. Ich glaube, die anderen kriegen ja gleich mit Sicherheit auch Bescheid. Ne? Ich denke mal, die werden gleich auch so langsam eintrödeln. Sonst fange ich ja mal erst um halb an. Heute mal ein bisschen eher. Wie gesagt, weil Danny heute nicht streamt. Aber ihr wundert euch sicher. In meiner Kategorie steht heute Close to the Sun. Aber ich habe es ja schon angekündigt. Ich möchte heute Close to the Sun weiterspielen. Outlast 2 ist nicht vom Tisch. Keine Sorge. Ich brauche noch mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt so viel. Resident Evil war so ein bisschen stressig. Outlast 1, Outlast Whistleblower, Outlast 2 und Freitag habe ich halt Close to the Sun angefangen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Obwohl ich gerade nicht weiß, wie ich weiterkomme. Ich habe nicht nachgeguckt. Aber ich muss ja theoretisch nur den Strom abschalten. Dann komme ich auch schon in einen Raum. Wir gucken uns mal an, ne? Würde ich mal so sagen. Wollte ich noch machen? Ich wollte noch was machen. Genau. Aber es lohnt sich gerade noch nicht, weil noch nicht viele da sind. Aber ich kopiere mir das mal kurz. Ich kann euch das ja sagen. Ich habe für samstags eine Abstimmung mal gestartet. Da haben auch schon, glaube ich, 9 Leute abgestimmt, dass ich samstags als nächstes spielen soll. Ich muss mir mal kurz den Link besorgen. Moment. Hier, Strawpool, bla 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 bla. Ich habe mich leider verschrieben bei DuckTales. Seid mir nicht böse. Mein Handy macht immer solche Sachen. Ich konnte es nicht mehr ändern. Also, ich kann nochmal eine neue Abstimmung starten, aber wie gesagt, es haben jetzt schon 9 Leute abgestimmt. Das möchte ich. Oh, da kommt was rein. Ich bin gerade nicht am Bildschirm. Heute Close to the Outlast featuring Teddy Suns Glühbirnen in Dom. Oder so XD. Danke für deinen Resub. 22 Monate schon. Boah, es sind echt 2 Monate, sind so 2 Jahre, ne? Ich werd verrückt. Ja. Ich mal wissen, wie viele Follower ich jetzt im Moment habe. Natürlich ist alles ein bisschen verfälscht. Aber gucken wir mal. Vielleicht macht Twitch bald mal was, ne? So. 5 Leute sind im Chat schon. Egal, ich hau den Chat-Link einfach mal alle paar ein bisschen was raus. Ihr könnt abstimmen, was ich als nächstes Samstag spielen soll. 4 Spiele sind zur Auswahl. Angry Video Game Nerd Adventure ist im Moment auf Platz 1. DuckTales auf Platz 2. Ich glaube Donkey Kong Country auf Platz 3. Ich habe gerade das letzte Spiel vergessen. Oder das letzte Spiel. Wo habe ich das denn jetzt? Jetzt habe ich hier so viele Fenster auf. Ich guck mal ganz kurz rein. Ach, ich habe mit Zora geöffnet. Und danke für deinen Host, Insider. Sonic CD, unser armes Sonic ist auf Platz 1, auf dem letzten Platz. Ja, aber Sonic CD haben wir ja Danny jetzt gerade gespielt und Insider. Deshalb ist es wahrscheinlich zu viel, ne? Aber wir haben gestern den Sonic-Film gesehen. War okay. Also war, wie ich erwartet habe. Ich habe jetzt keinen fetten AAA-Titel erwartet, ne? Also so wie ich es mir vorgestellt habe, war auch eigentlich. Also war okay. Sonic war auf jeden Fall sehr, sehr süß, auch wo er mal geguckt hat. Und am Ende kam tatsächlich auch Tails, ne? war ziemlich cool. Ja, AVGN liegt vorne. Wie gesagt, AVGM hat im Moment 6 Stimmen. DuckTales 3, Donkey Kong 2 und Sonic CD 1. Ich lasse die Abstimmung natürlich noch ein bisschen laufen. Und ich hau alle paar weiß nicht, alle Stunde oder alle anderthalb Stunden hau ich nochmal den Link raus, wenn ein paar Leute mehr da sind. Der Blumenkind Ace, ja, was auch cool aussieht, warte mal. Bin hier schon freigeschaltet. Hier, das ist auch geil. Pupo mit Sombrero. Oder hier, mein Halbkätzchen mit Sombrero. Oder mein High Divinity mit Drink. Mit Drink ist auch cool. Die fand ich cool, die habe ich schon mal umgeändert. Pupo mit Drink war auch noch okay. Fand ich ziemlich witzig. Gut. Ich will nicht so lange quatschen. Wir fangen an. Muss eben mal gucken. So. Ich habe mein Layout ein bisschen geändert. Habt ihr ja letztes Mal schon gesehen. Oben sind jetzt noch letzter. Ach. Ich habe das Programm aus. Stream Labels noch anmachen. Sonst steht Insider da gar nicht drin. Ich hoffe, der aktualisiert das jetzt. Ja, es ist nämlich nochmal ein anderes Programm, was man dafür braucht. Ah! Insider. Jetzt steht Insider oben drin. Ich sehe es, ja. Ich muss Stream Labels nämlich aufhaben, damit der letzte Follower und der letzte Sub aktuell oben ist. Und jetzt steht auch Insider als letzter Sub oben drin. So. Verschieben wir mal. Und Epic. Epic Store. Ist mal ausnahmsweise ein Epic Store Game. Ah, das musste ich. Das habe ich echt Schwierigkeiten gehabt, das einzufangen. Es gibt immer so Spiele, die erscheinen dann über 2 Bildschirme. Und das ist so ein Spiel. Da muss man erstmal die Auflösung komplett runterstellen. Nicht so laut, ne?
Auflösung komplett runterstellen. Beziehungsweise umstellen. Wenn du 1920 auf 1080 umstellst, dann ist es immer okay. Dann fängt er das an. Sobald du die Aufstellung irgendwie erfordern hast, ist immer Katastrophe. Ihr seht noch nichts, ich weiß. Kommt sofort. Oh ja, das war wieder. Da habe ich auch lange gesucht, das einzufangen. Hier steht nämlich nicht Close to the Sun, hier steht CTTS. Ihr müsstet jetzt. Da kommt. So. Kommt mal auf, ne? Ich hab letztens gedacht, boah, die ist ganz schön laut, wie unsere Charaktere reden. Aber ich finde es okay. Kaum sehe ich die Winnie, schon bin ich bei Close to the Sun. Käse, ich grüße dich. Käse, Käse, Käse. Käse, ich habe mir mal deine beiden Seiten angeguckt. Dankeschön nochmal. Boah, ist laut. Dankeschön nochmal für die 7 Days to Die Server. Weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich auch nochmal deine Hilfe da, wenn ich das mal machen sollte. Vielleicht Ende des Monats mal. Wenn du Bock hast, kannst du da natürlich auch gerne mitmachen. Aber die sehen auf jeden Fall vernünftig aus, die Seiten. Kosten natürlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, das ist nicht einfach nur anklicken, mieten und fertig, ne? Da muss man noch ganz viele Sachen machen, habe ich irgendwie Videos zugesehen. Und ich weiß auch nicht, ist es sinnvoll, dann RAM-Update zu machen? Was verbessert das? Ich habe nämlich keinen Bock, dass ein Server wieder total zusammenbricht, wenn da, keine Ahnung, also steht natürlich, für wie viele Leute das ist, aber ich weiß nicht, ob das dann noch zu krass ist, wenn du wieder ein ganzes Gebäude abreißt oder wenn du zu eine große Zombie-Hürde einstellst, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Drück mir die Däumchen, hab morgen Kontakt zur Stelle, wo ich mich beworben habe. Habe in den Tests mit meinen Unterlagen überzeugt. Oh, sehr schön, Käse, ich drück dir auf jeden Fall fest die Daumen. Ach, du wechselst im Moment auch deinen Job? Okay. Aber du bleibst, du bist ja im IT-Bereich tätig, ne? Also auf jeden Fall im Computerbereich. Bleibst wahrscheinlich dran, ne? Ja, Kapitel 3. Scheiße, er hat nicht gespeichert. Aber es sind noch nicht so viele da. Ist nicht schlimm. Ich hab's mir schon gedacht. Ich muss ein Kapitel abschließen, ne? Ah, ja, ja, jetzt müssen wir das nochmal machen. Egal. Was stinkt da so? Ja, was stinkt da so? Also ich finde es ziemlich laut, aber ich habe es mir im Video nochmal angehört. Das ist gar nicht schlecht. Da hört ihr immer genau, was die sagen. Wo waren wir denn jetzt nochmal genau? Genau, bei einem Apartment sind wir, ne? Wir suchen das Apartment von unserer Schwester. Das war so das Letzte, was wir machen müssen. Und wir haben auch schon so ein bisschen was erfahren, ne? Also es ist also Teslas Traumschiff hier. Und hier ist ein Experiment gestartet. Genau kann ich das nicht erklären. Wurde ja schon versucht, ein bisschen zu erklären. Auf jeden Fall wird da mit der Zeit gespielt und da ist wohl einiges schief gelaufen. Daher haben wir auch, unsere Schwester hat uns ja einen Brief geschrieben, dass wir hier hinkommen sollen. Unsere Schwester hat uns dann gesagt, es war gar nicht ihre Schwester, ihre jetzige Schwester, sondern die Schwester in der Zukunft. Also wie gesagt, ein Zeitexperiment ist hier sehr schief gelaufen. Hier sehen wir auch nochmal eine Karikatur von Tesla. Können wir das Blatt umdrehen? Ich weiß, hier war ich schon. Ich brauche mir jetzt nicht nochmal alles angucken. Ist das noch eine? Ich weiß, die Türen waren hier, glaube ich, zu. Es ist wieder sehr, sehr dunkel, ne? Verschlossen. Zu dunkel, finde ich. Na toll. Nice, der Käse zieht durch. Habe ja durch Corona verloren, während telefonischer Support im Homeoffice. Oh, das ist doch im Moment voll cool, oder? Ist doch im Moment sicher. Dann rufe ich öfters mal bei dir an, Käse, wenn ich mal Support brauche. Ja, Zeitungswatcher. Das hatten wir ja schon, ne? Neu eröffneter Wardenclyffe-Betrieb in Südamerika entfacht erneut Konflikte. Edison droht rechtliche Schritte gegen die Expansion von Wardenclyffe fortzusetzen. Komplikationen von internationalen Gerichten können Ausbau des Stromnetzes verzögern. Und danke, Markus, für deinen Ruf. Guten Abend, ich grüße dich. Ah, ich kenne den Jumpscare ja schon. So, hier hinter der Tür haben wir ungefähr aufgehört. War doch hinter der Tür, oder? Rose, bist du schon in meinem Wohnbezirk? Ja. Aber diese Tür... Mach sie nicht lässt auf. Sich nicht... Mach sie nicht auf. Öffnen. Bleib ruhig. Versuch es mal mit deinem ganzen Gewicht. Und hallo Patrick, dich grüße ich natürlich auch. Und Bomba ist auch schon da. Und Bullitsch, jetzt kommen sie alle. Ja, heute so früh schon online. Ich habe 15 Minuten näher angefahren. Weil ich, weil Danny heute nicht streamt. Was? Wie gesagt, irgendwas ist hier schrecklich schiefgelaufen. Hol mich raus! Wie komme ich hier raus? Rose! Rose, alles wird
Oh mein Gott. Gucken, ob ich das skippen kann. Wenn wir das ja schon hatten. Deine Panikattacke. Konzentrier dich auf meine Stimme, Rose. Kann ich lernen. Schließ die Augen und konzentrier dich auf meine Stimme. Atme mit mir. Ein Blatt rein. Oh mein Gott, das glaube ich nicht an. Goku. Goku, das geht nicht. Ich brauche dein Hallo. Tut mir leid. Chatbot. Chatbot kommt. Ich habe da noch das Lied. Hio de la Luna. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Ich kenne das, ja. Macht nichts. Doch, das macht wohl was. Ich brauche Hallo. Doch, doch, er wird geladen. Der lädt aber ein bisschen länger, der Streamlabs-Chatbot. Ich würde aber kurz noch warten mit dem Hallo. So, da ist er. Einmal connecten bitte. So, jetzt ist er da. Goku? Du darfst dein Hallo triggern. Warte noch kurz auf Goku. Danach gehe ich wieder ins Spiel rein. Wenn es jetzt kommt. Ich weiß es nicht. Da bin ich viel. Bin auf der Arbeit. Wie, tschüss. Jesus weg. Tschüss, Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Kappa Klaus Nikolaus. Wir machen weiter. Wir haben auch drei neue Sounds drin. Könnt ihr gerne mal gucken. Ausrufezeichen Sounds. Das sind die letzten drei. Vielleicht ist da sogar was für Bomber dabei. Ein Dorn raus. Ein Dorn raus. Nee, ich bleib noch hier. Keine Bange, nehme ich. Alles klar, Käse. Ein Dorn raus. Sounds. Geht doch. Gut. Gut. Sie wurden geschlachtet, Ada. Wer? Ja, vielleicht, wenn die aufgehört hat zu quatschen. Oder was hat das getan? Laut. Wir wissen es noch nicht. Im Moment geht es nur darum, dich in Sicherheit zu bringen. Begib dich ins Zentrum des Apartmentkomplexes. Dort ist ein Generator, der die Tore öffnen wird. Konzentrier dich jetzt nur darauf. Ich bin auf dem Weg und werde mich bald wieder melden. Sei vorsichtig, Schwester Herz. Ich versuch's. Ich finde den Sound so geil von Sonic CD vom Eggman. Ich feiere den so hart, wenn er kommt mit der Lache immer. Ja, ich finde den wahrscheinlich gar nicht so witzig. Ich finde den wahrscheinlich alleine so witzig. Naja, gehen Sie zur Mitte des Apartments. Wie gesagt, er hat leider nicht gespeichert hier. Alle, die Freitag schon zugeguckt haben, kennen den Teil noch. Wisst ihr was? Ich mache jetzt keine Umstände. Hier direkt zu dem Raum, wo ich den Strom wieder herstellen muss. Das ist einer. Rose, Rose, Rose. Aber das war hier unter mir, ne? Visionen der Vergangenheit? Visionen der Vergangenheit. Ne, aber da war hier der Raum, warte. Hallo! 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 Das muss er sein. Hallo! Genau. Erstmal versuchen, das Licht das jetzt anzuschalten. Step 1. Make sure, sei sicher, dass sie die Active Line, dass das grüne Licht dort aufleitet. Wenn nötig, benutze die Line Control Button. Ja, okay. Grünes Licht. Und danke, Coin Spacey, für dein Host und deinen vier Zuschauern. Ich grüße euch. Ja, drücken, bis das grüne Licht aufleitet. Dann 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3 eingeben. 1, 1, hoch, 2, 2, hallo, 2, ich bekomme jetzt ein Zaubertrank. Ja, der Zaubertrank ist nicht neu. Und dann hier ist der 3, push the button hier, ne? Ja, okay. Jetzt ich grüße euch alle, wer ist denn jetzt am Start? Denny ist am Start und Power Slayer ist am Start. Und Coinspace ist natürlich am Start. Ich darf ja eh nicht schauen. Ach klar, darfst du schauen. Genau. Ja, ich weiß, du willst dich nicht spoilern lassen, ne? So. Warte, jetzt geht aber los hier, ey. Herrgott, zack. Die vier Zuschauer schlagen hier jetzt alles kurz und klein. Was denkt ihr eigentlich alle, wer ihr seid? Ja, die schlagen alles kurz und klein. Chris, danke schon für 22 Monate. Auch du schon 22. Echt verrückt, ey. Wirklich fast 2 Jahre schon, ne? Ja, nächsten Monat ist mein Twitch-Jubiläum. Am 22. Ada, oh, das wurde auch Zeit. Auch was hat Monat? Dich aufgehalten? Hallo? Wer ist da? Ich
mache, wenn Sie meiner Schwester etwas angetan haben, werde ich jeden Knochen in Ihrem Körper einzeln... Hey, ich habe niemandem etwas getan, okay? Mein Name ist Aubrey. Genau, Aubrey war ja noch da. Ich wieder mit jemandem zu sprechen, der nicht verwest, weißt du? Sorry, schon gut. Aber du musst mich hier rausholen. Ich habe mich in der Maschinenhalle verschanzt. Steuerungsseite, Deck 82. Naja, eingesperrt, um genau zu sein. Wie schnell kannst du hier sein? Pass auf, Kumpel. Ich kann nichts versprechen. Ich hole meine Schwester hier weg und wenn wir es schaffen, werden wir dich auch noch holen. Na, wie klingt das? Ah, okay, schon klar. Kümmert euch nicht um mich. Ich werde hier einfach sitzen und verhungern. Kein Problem. Klingt großartig. Weißt du, der Typ hier in der Ecke, Benny, stammt während des Verlusts fremdartiger Energie. Aber der größte Teil seiner Wirbelsäule ist noch intakt. Vielleicht kann er sie dir leihen, damit nächstes Mal, wenn jemand in Not ist und dich um Hilfe bittet, du das Rückgrat hast, etwas zu unternehmen. Ja. Was zum Teufel? Kurze Zusammenfassung. Fremdartige Energie? Fremdartige Energie, ja, wieso, ne? Unsere Schwester. Und wir haben jetzt noch Kontakt zu einem aufgenommen, der Aubrey heißt. Der wohl auch in seinem Zimmerchen festsitzt, dem wir helfen sollen. Und hier ist wieder diese Rohrpost. Ich feiere die ja so hart. Also, wie gesagt, das hatten wir ja letztes Mal alle schon, ne? Distriktnachricht von... Der Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Aber der Hafen ist uns schnurzegal. Wir wollen weiter nichts als... Aber Bomber, guck doch mal, was es jetzt noch gibt. Den Passierschein. Es gibt tatsächlich jetzt noch den A39-Bomber. So, von Maxwell District. Nachrichteninhalt. Ja, das hatten wir schon, ne? Okay. Und Danny, danke für dein Host. Bin ich hier richtig für den Passierschein A39? Sie meinen A38? Nein, für den Passierschein A38. Nein, es handelt sich tatsächlich um den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt ist. Ja, weil wir wollen jetzt immer nur noch den 39er haben. Da gehe ich sicher nicht durch. Ja, hier müssen wir rein. Weil hier ist die Keycard drin für das Zimmer von unserer Schwester. Das muss ich ja erstmal offiziell finden. Und das Spiel hat leider nicht gespeichert letztes Mal. Schach. Ada war eine gute Schachspielerin. Kann doch noch was mitnehmen hier, ne? Oh, ich laufe hier alles um und in die gute Whiskyflasche. Haben wir auch noch was? Zeitung The Watcher! Spanien hält Versorgungslieferung an Helios zurück. Streit und Empfindung eskaliert, als Verhandlungen abrupt beendet werden. Massenandrang auf internationale Ausstellungen in Brüssel. Edison kündigt neue Investitionen in Infrastruktur und ganz Südostasien an. Edison ist eh nicht cool. Alle bitte pro Tesla sein hier. Ach komm. Ach, das Zimmerchen. War schon das Zimmerchen vom Einstein? Ja, da waren wir letztes Mal schon drin, ne? So. Weiß nicht, ich glaube... bin mir noch nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie wir den Strom abstellen gleich. Wir gehen jetzt erstmal... ich hätte gedacht, ich muss hier lang. Aber es ist die falsche Richtung scheinbar. Oh, ich habe mich, glaube ich, wieder verlaufen. Guck noch mal um, was wir hier alles finden. Und natürlich auch die ganzen Collectibles und hier sammeln. Wir haben ja 37% gefunden. Von wem ist das denn? Von Steinitz, ne? Hat sich so blöd gespiegelt gerade. Ein Bild. Foto einer Ehefrau. Schon gefunden, genau. Das hatten wir schon gefunden. Ich will noch mal kurz drauf gucken. Hallo! Und hallo Bella, ich grüße dich. So, handschriftliche Notiz. Ein widerlich neugieriger 18-Jähriger, der letzte Woche zu Besuch war, in Klammern Albert, hat seine Sachen in der Windgist-Suite gelassen. Finden Sie sich bitte an unser deutsches Wardenclyffe-Büro wenden, um die Rücksendung seiner Sachen zu arrangieren. Danke, Martha. Erst, wir haben eine spezielle Anfrage erhalten, ein Klavier, genau, das Klavier zu bringen, ne? Das ist auch krass. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. So ein Klavier hier. Guck mal. Die letzte Mal gefunden? Von wem ist es? Gäste-Keycard.
Haben wir die letzte Mal schon gefunden? Faraday Bezirk? Wir nehmen mit, ne? Machen wir mal kurz. Zählt nicht zu den Collectibles. Bin gar nicht mehr sicher, ob ich letztes Mal hier schon war. Doch, hier müssten jetzt gleich irgendwie das. Genau, Happy Alles Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. War schon? Ich war, glaube ich, hier beim Collectible drin. Boah, Luftballon. Genau. Guck mal, das ist das Bild doch. Guck mal, er hat das scheinbar gespeichert gehabt. Gedacht, dass man von den Schachfiguren noch Sachen mitnehmen könnte. Grafisch finde ich das echt, also grafisch, stilistisch gefällt mir das so mega gut. Leder, hier ist auch wieder Mr. Edison. Ach Gott, Mr. Tesla. Die Keycard haben wir scheinbar noch nicht. Keycard haben wir auch nicht. Hallo? Oh, das war doch von Albert, oder? Ja, hier haben wir Albert Einsteins Pass, genau. Geburtstag am 14. März 1879 war das schon lange her, ne? Geboren in Deutschland. Ort der Abreise Bären, Aufenthaltszweck Forscher. Dauer des Aufenthalts unbegrenzt. Aber der ist, glaube ich, relativ früh vom Bord wieder gegangen, haben wir schon erfahren, ne? Aber auf dem Bild erkenne ich den auch gar nicht. Da ist er noch relativ jung. Oder stand das hier drin in dem Bericht? Notiz von Albert, liebe Mitarbeiter der Helios. Mir ist bewusst, dass dies wahrscheinlich nicht wirklich ordnungsgemäß ist. Wie auch immer, nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit Lead Researcher in Archer bin ich zu dem Entschluss gelangt, aufs Festland zurückzukehren, um an einer neuen Idee zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass die Bischof, genau, das hier steht drin, das haben wir letztes Mal schon gelesen, dass der irgendwas anderem schon früher vom Schiff gegangen ist. Das tut mir leid, dass wir den Part jetzt gerade nochmal spielen müssen. Hat leider nicht gespeichert. Ich aber nicht nett, ne? Das Spiel hat nicht, sonst sagt ein Spiel immer Bescheid. Von wegen, wenn Sie dieses Spiel verlassen, wird es gerade nicht gespeichert. Möchten Sie wirklich aufhören? Was war nochmal mit der Zahl hier? Die habe ich mir aufgeschrieben. Hier, schau. Alfred! Ja, was von Bioshock. Genau, Bioshock auf jeden Fall. Alfred Einstein. Habe ich Alfred Hallo. Gesagt? Freunde. Dann ist er wieder. Hallo. Tut mir leid, wenn ich Alfred gesagt habe. Alter, da ihr jetzt schon ein bisschen mehr da sind, habt ihr schon abgestimmt für mein nächstes... Habt ihr schon abgestimmt für mein nächstes Samstagsspiel? Wenn nicht, mach das mal. Im Moment führt Angry Video Game Nerd Spiel. Hab ich gerade schon gesagt. Okay, hier kam ich nicht durch. Ich glaube, das Zimmer von der Schwester war gegenüber. Nee, das war ganz am Anfang. Ich weiß. Ich brauche nämlich kurz die Information, dass ich den Strom wieder abstellen soll. Aber wo bin ich hergekommen? Da oder da? Oder hier? Ich habe doch keine Orientierung hier unten. Beim letzten Mal schon nicht. Mal kurz gucken, wo der Treppenaufgang ist. Ich glaube, hier bin ich hergekommen. Ich habe oben angefangen, ist das Problem. Okay, hier bin ich glaube ich nicht hergekommen. Guck mal, ob die noch ein paar Keycards haben oder so. Ich würde mich gern schon in allen Zimmern rein. Okay, die sind alle zu. Ne, ich brauche den Treppen. Das haben wir auch schon im letzten Mal gelesen.
Öffentliche Notiz, wer auch immer hier ständig das Klopapier klaut, genau. Das war das Corona-Klopapier. Toilettenpapier geklaut? Süß. Ja, DuckTales, ich weiß, die Schwänze sind auch da. Heute DuckTales, ich habe einen Rechtschreibfehler drin. Kann es allerdings nicht mehr umändern. Ich kann es nur komplett löschen und nochmal neu machen. Dann sind aber die ganzen Votes weg. Deshalb bleibt es jetzt, die Schwänze bleiben jetzt. Habe ich nur diesen einen Aufgang hier? Ich bin mir ziemlich sicher, hier war noch einer. Dafür DuckTales gewohnt hat. Aber auf Extremland. Nö, 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 nö. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ihr habt mich doch schon gesehen. Bei der normalen Version. Das war doch furchtbar. Erstmal auf leicht. Erstmal auf jeden Fall. Ah ja, hier ist richtig, glaube ich. Ich glaube, hier sind wir recht. Genau hier haben wir dann aufgehört. Archer Ada. Ja. Aha. Alpha-Quartier. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Ich habe DuckTales genommen. Okay, dann weiß ich schon, wer DuckTales genommen hat. Chris, Danny und Powerslayer. Drei Stimmen sind nämlich nur dafür, für DuckTales. Und Donkey Kong brauche ich ja gar nicht raten, wer Donkey Kong genommen hat. Da wird auf jeden Fall der Patrick sein, aber da sind nur zwei Stimmen. Hör zu, Kumpel. Wie ich schon sagte, wir werden tun, was wir können. Mit wem sprichst du da? Ada! Oh, Gott sei Dank. Also, so ein Typ namens Aubrey funkte auf unserer Frequenz. Er sagte, er sei in der Maschinenhalle eingesperrt und er erwähnte eine fremdartige Energie. Ich hätte gern ein paar Antworten. Rose, ich möchte dir das lieber persönlich erklären. Nein, Ada, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, was hier los ist. Okay, okay. Hör zu, ich mache es kurz. Wir haben Quantenresonanzanomalien entdeckt, die Ein-Elektronen-Theorie beweisen. Das bedeutet, dass jedes Elektron im Universum dasselbe ist und sich durch die Zeit hin und her bewegt. Daher begannen wir natürlich von einer zweiten Zeitdimension auszugehen, die an die euklidische Analogie des Minkowski-Raums gebunden ist. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ada. Was ist in der Thompson-Hypothese? Also eine zweite Zeitdimension. Hör auf! Du redest mit mir, nicht mit einem deiner Forscherfreunde. Stimmt. Okay. Ein großes Experiment ist uns um die Ohren geflogen. Es ist ein Riss im Zeitfluss entstanden und gefährliche Dinge sind durchgedrungen. Diese Dinge haben uns getötet. Alle von uns. Wir haben versucht, es einzudämmen, aber ups. Fakt ist, wir müssen hier weg. Hast du mein Apartment gefunden? Ja, habe ich, aber ich komme da nicht rein. Ja, aber das Alpha-Quartier ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Hier ist die Scheiße. Du hast dir nicht vielleicht eine zusätzliche Keycard? Scheiße. Nein, warte. Doch, habe ich. Meine Freundin Eliza hat eine. Oh Gott, ich hoffe, sie ist wohl auf. Sie ist sagt der jetzt NEC hier oben. Dann ist ich verstehe. Okay, Patrick, Käse versteht das Experiment. Ich komme nicht in die Nähe. Kannst du den Strom abschalten? Der Überschreibungscode sollte im Epsilon-Gästequartier zu finden sein. Kinderspiel. Spielen alle nach der Reihe. Ja, ich besorge den Überschreibungscode und schalte den Generator ab. Kinderspiel. Sind alles vier Spiele, wo ich Bock drauf habe. Ich betrete jetzt einen anderen abgeschirmten Bereich und werde per Funk nicht erreichbar sein. Aber ich versuche mich zu beeilen. Ich komme näher. Es hat Bogen gemacht. Ja, hier mit der Zeit gespielt. Das Experiment ging schief. Und durch einen Riss sind scheinbar irgendwelche Dinge hier reingekommen, die hier nichts zu suchen haben. Und scheinbar auch ihre Schwester in der Zukunft. Ja, hier müssen wir rein. Da finden wir die Keycard für das Zimmer von der Schwester, das da oben ist. Und hier hatte ich letztes Mal das Problem, den Strom wieder abzustellen. Ich hätte gedacht, dass ich das in den Raum mache, wo ich den Strom angestellt habe. Aber das konnte ich beim letzten Mal nicht mehr anklicken. Ich werde das nochmal gucken. Ich lese, sobald wieder neue Berichte kommen, lese ich die natürlich wieder vor. Aber hier hätte ich halt gedacht, ne? Ja. Ja, hier geht's ja auch. Was steht denn hier? Emergency. Use. Lord Officer. Achso, es steht auch hier drunter. Ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben, ne? Meint er 3, 3? 2, 1, 2 ist richtig. Probieren wir mal. 3, 3, 2, 1, 2. Was? Betreten Sie? Ja, ist so richtig. Okay. So habe ich das beim letzten Mal nicht gefunden. Ich bin doch da reingegangen, oder?
Ich war beim letzten Mal wahrscheinlich auch schon so unter Zeitdruck, weil wir für CSGO verabredet waren. Und ich war schon ein bisschen drüber, über das Zeitlimit. So, hier die Tür müsste es gewesen sein. Und jetzt, ab jetzt ist neu. Ab jetzt spiele ich auch wieder ein bisschen langsamer. Steht da? A? A plus T. Die Vini hat einen neuen Hut. Ja, es gibt wieder, du kannst die Emojis wieder ändern, ne? Mit Hut, mit einem Getränk und mit so einer Blumenkette. Bella wieder rausgeflogen. Wieder? Hast du wieder einen Netzwerkfehler gehabt? Oh Gott, hier liegen aber ganz schön viele Tote. Aber was auch immer die getötet hat, dem möchte ich ehrlich gesagt nicht begegnen. Ich sag, richtig Horror ist es nicht. Das Spiel. Was wir hier erfahren. Warte mal, geh mal näher dran. Gar nichts. Nix. Da haben wir eine neue Keycard. Neues Collectible eingesammelt. Hier geht's in die Keycard für das Apartment von A. King. Kennt ihr A. King? Mir sagt das jetzt nichts. Gehen wir, glaube ich, gleich nochmal in den Raum, wo die Apartments waren. Oh, hier ist aber, hier ist stockdunkel, oder? Wenn ich hier reingucke, sehe ich nur schwarz. Soll ich den Gamma-Wert nochmal was höher machen? Oder ist es okay für euch? Mäuse! Und was steht hier? The Circle must be broken. Der Kreis muss geschlossen, kaputt sein. Also. Und was hier steht? Time is not a river. Also Zeit ist kein Fluss. Bin wirklich gespannt, was passiert ist. Das Spiel mal angefangen zu gucken beim Gronkh, aber ich hab's wirklich nur angefangen zu gucken. Ich weiß wirklich und nichts von der Story. Rein. Nein. Nein! Dann eben nicht! Na Chris, der will immer die Soße da rein. Ja? Was war das? Wer ist hier? Das ist der Steinitz. Von dem habe ich leider keine Keycard, ne? Gucken wir uns erstmal die rechte Seite an, wer hier so alles ist. Nielsen? Lisa Fairfield. Scheint absichtlich vor der Tür liegen gelassen worden zu sein. Es ist auf jeden Fall ihre Keycard hier. Normalerweise legt man den Schlüssel auch unter die Matte. Okay, hier haben wir keine Matte. Hier passiert jetzt nichts Schlimmes. Warte mal, bevor ich das lese, muss ich mal kurz den Raum abchecken, ob hier irgendwas rausgesprungen kommen kann. Glaube nicht. Was soll hier alles haben? Macht das Bett nicht ein bisschen kurz? Guck mal, also. Sieht auch so irgendwie so aus wie so ein 1,50 Meter Bett, ne? Gib halt mir gerne meinen Senf dazu. Sollte inzwischen bekannt sein, ja, natürlich. Mal wieder dieses Symbol, guck mal. Möchte ich auch mal. Ich kann mich nicht ducken, ne? Warte mal. C geht nicht. Steuerung geht nicht. Umschalt geht nicht. Wieder dieses Symbol. Das haben wir schon einige Male entdeckt. Das passt so gar nicht hier rein, finde ich. Was aus der Zukunft kommt oder so. Was weiß ich. Wir fangen mal mit dem ersten hier draußen an. Gehen wir nach der Reihenfolge, ne? Anonyme Notiz. Wir wissen, was du getan hast. Nur was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen. Oder wir stellen sicher, dass deine Tage auf der Helios gezählt sind. Wir bleiben in Kontakt. Hier, da hat irgendjemand dieser Frau gedroht. Ach, mehr steht hier nicht. Gucken wir mal hier als nächstes. Oh, das muss ich größer machen. Ich bin doch ohne Kontakt im Spiel. Komm mal näher. Elisas Notiz.
Mein Zuhause, die Helios, ist der einzige Ort, an dem ich je wirklich gehörte. Dieses Schiff hat mich akzeptiert. Ich kann nicht in Worte fassen, wie es ist, das ganze Leben lang zu leiden, ohne auf Akzeptanz oder eine Art Seelenverwandtschaft zu treffen. Aber an Bord der Helios finde ich nicht nur Seelenverwandtschaft, sondern auch Freundschaft. Ich habe eine Familie gefunden. Und jetzt? Ich habe die einzige Familie zerstört, die ich hatte. Ich bin alleine. Erneut. Ich hätte niemals hier enden sollen. Trotzdem bin ich hier. Das Seil in der Hand. Das Urteil wartend vor meiner Tür. Ich dachte, die Barrikade könnte sie wenigstens für eine Weile aufhalten. So dumm von mir. Ihre Wolken kamen ungehindert durch, gefolgt von den Schreien meiner Freunde. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Seht, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Scheint vielleicht nicht von der Frau zu sein. Lange. Erneut. Sollte es nicht kommen. Es sollte nur ein Test verzögern. Nur eine Verzögerung. Das war alles. Eine Verzögerung, die als Gegenleistung für Schweigen... für ihr Schweigen, damit ich mit meinen Freunden an Bord bleiben konnte. Nicht, dass es am Ende von Bedeutung wäre. Meine Schuld wird nicht verschwinden und die Lösung wird sich nicht mehr ändern. Wenn du mir vergeben kannst, danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du es nicht kannst, habe ich Verständnis dafür. Akzeptiere dein Urteil. Ich bin wieder alleine. Es ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Für 1,40 Meter Leute reicht's, ja. Damals waren die Leute nicht so groß. Ja, stimmt ja auch, ne? Stromberg wollte auch an Bord der Helios, ja? Stromberg gucken? Ja, müsst ihr mal machen. Stromberg ist gut. Wir haben sogar 2 Keycards. Von wem sind die? Ey, das ist Ersatz-Keycard. Hier. Hier haben sie. Da wären wir. Adas Keycards. Los geht's. Passiert mit Sicherheit irgendwas? Mal kurz, ob wir hier noch ein Apartment aufkriegen. Hier, A-King. Die haben wir auch. Oh, hier sollte auch nichts rauskommen. Aubrey King. Aubrey ist das. Aubreys kann es an Bord geben. Da muss der Typ hier noch sein. Guck mal kurz, ob der im Bad ist. Was ist denn das? Wieso ist doch sowas? Ist das richtig? Was ist da los? Da hauen sich 2 im Nachbarszimmer irgendwie aufs Maul. Haben wir da eine Schlagzeile? Zeitung! Wardenclyffe, Durchbruch der Meteorologieforschung. Regen versorgt die Helios mit Strom. Regen? Lead Researcher Aubrey. Achso, das ist der Lead Researcher, der Aubrey King. Für neue Möglichkeiten der Stromerzeugung an Bord der Helios. Edison und General Electric expandieren weiterhin in Südasien. Südasien stand, ne? Jetzt wieder ein Tesla-Plakat. Ja, was hat er denn hier gemacht? Mit Regen auf jeden Fall irgendwie Strom erzeugt. Wenn ich lesen, das Gelbe. Das ist schon wieder so klein, die Grenerie. Nee. Mein Gott, das ist wieder das Wort, was ich letztes Mal schon nicht aussprechen konnte. 2-mal. Degradierung schreiben. So. Sehr geehrter Herr Professor King, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie ab dem 2. Mai vom Leader Researcher der Abteilung Meteorologie zum Koordinator der Instandhaltungsarbeiten degradiert werden. Wir haben keine ausreichenden Ergebnisse bei der Nutzung von Wardenclyffe gestellt. Ressourcen erzielt. Punkt. So. Daher sind wir zu der Ansicht gelangt, dass Ihre langjährige Kenntnis der Helios von größtem Nutzen sind und das Funktionieren für die Umwandlung neuer Energiequellen aus gewiesenen Bereichen zu gewährleisten. Wir haben das Recht, gegen diese Degradierung gemäß Wardenclyffes Beschwerdenverordnung Einspruch einzulegen. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Linda K. Haupt. Ich muss wissen. Jetzt ist es besser. Bedankt sich nochmal bei allen, die so viel Geduld hatten. 5
15 Stunden Stream. Du hast 15 Stunden gestreamt, Coinspacey, jetzt. Krass, wann hast du denn angefangen? Ach Quatsch. 1,5 Stunden. Huch. Ich habe das Kummer nicht gelesen. Nee. Heute noch? Wir hatten ein Werk in Karlsruhe, aber geschlossen worden. Ehrlich? Ja, eigentlich müsste ich jetzt mal... Bin ich voll gruselig hier. Wäre eine Maske auf den Spiegel geklebt oder was? Was soll das? Hier sind Kakerlaken, guck mal. Ist eigentlich voll hübsch, ne? Aber dann so Kakerlaken, mit Kakerlaken baden möchte ich jetzt nicht. Passt mir hier gar nicht, ich weiß nicht. So. Wir müssen ins Nebenzimmer. Warte mal, ins Nebenzimmer können wir gar nicht rein. Da noch von hier rechts, ne? Und hier ist, war das gehört. Wir durch die Schränke. Vielleicht müssen wir da ja auch gar nicht hin. Hat auf jeden Fall hier gerumst. So. Aber Aubrey ist nicht da. Hat Aubrey denn gesagt, er ist in seinem Zimmer? Ich habe das jetzt nicht so genau mitgekriegt. Hat er nur gesagt, wir zurück zum Alpha-Quartier. Ja, weiß ich. Wenigstens kenne ich den Weg. Wenigstens kenne ich den Weg. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Also ich weiß ungefähr, wo es ist, aber ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich hochgehen muss. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Lief noch einer. Hat er den gesehen? Lief hier nach rechts. Er ist aber nicht mehr da. Ja. Mal da oben. Oh ne, das ist nur komisch. Wo war denn mein Treppenaufgang? Ich bin, glaube ich, hier lang. Nicht hier hoch. Ich muss wieder die richtige Stelle finden, wo ich hochkomme. Hier liegt die Rohrpost. Warte mal, wie viele Collectables haben wir denn jetzt? Ah, es fehlen immer noch so viel, ne? Ich habe gerade mal 50% gefunden. Komm mal klar. Kakerlaken. Ja. Kakerlaken kitzeln so schön. Im Bad wirks. Hier im Treppenhaus gestern Nachmittag wieder so eine richtig fette braune Spinne. Ich saug sie weg, die Kakerlaken. Kakerlaken hatte ich bisher noch nie im Haus. Ne, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe mal eine... Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe mal als Kind einen in Spanien gesehen. Glaube ich. Gerade nicht ganz sicher. Will ich auch noch gerne rein. Wer ist denn hier? Hier ist gar nichts, ne? Es tut mir leid, wenn ich... Ich hoffe, da muss ich links rüber. Ich bin mir gerade wieder nicht sicher, wo ich lang muss. Ich weiß nicht, der Raum... Die Halle ist eigentlich nicht so groß. Irgendwie... Habe ich mich beim letzten Mal hier schon so krass verlaufen. Aber ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Nein, hier bin ich nicht richtig. Da wäre der richtige Aufgang gewesen. Mist. Ach, Mist, Mist, Mist. Hier wäre der Anfang gewesen, wo ich herkomme. Okay, ich verstehe. Ich muss in diese Einbuchtung da rein. Kann ich mir merken. Glaube ich. Kann es euch nicht versprechen. Hatten wir auch schon beim letzten Mal, oder? Ja. So, das war jetzt rechts schräg gegenüber von mir. Da quasi, wo ich jetzt hingucken muss, ich lang. Glaube ich. Guck
mal, hier war noch, das habe ich noch nicht entdeckt. Neues Collectible eingesammelt. Wen haben wir denn hier? Foto eines Ehepaars. Das Foto eines unbekannten Ehepaars. Auf der Rückseite des Fotos steht eine Nachricht, aber Wasserschäden haben sie unleserlich gemacht. Zeig mal. Okay, das kann ich nicht lesen. Nee. Kakerlaken sollen doch unsere zukünftige Grundernährung werden. Bah. Aber jeder, der mal das Dschungelcamp gesehen hat, ob früher oder heute, der weiß doch, dass die angeblich total stinken sollen, oder? Scheiße! Wieso ist das zu hier? Oh, ich bin total lost in dieser Halle. Ich weiß nicht, wieso. Tja, ich habe leider noch nicht Ahnung, wo ich hoch muss. Wir müssen leider noch mal eine Runde laufen. Probieren wir mal den Aufgang hier. Das ist ja gegenüber davon. Nur für den Pöbel. Snowpiercer ist so ein krass verrückter Film. Ich fand den ganz cool. Sogar die Winnie und Dalle waren noch bei mir. Ja, ich war auch mal kurz drin. Mario's Missing habe ich ja selber mal gestreamt. Da wollte ich mal gucken, wie du dich so schlägst. Aber leider erst zu späterer Stunde. Hast du es denn noch geschafft, das Schloss? Bin hier schon wieder völlig falsch. Kann mir mal jemand sagen, wo ich hin muss? Ich muss den richtigen Aufgang finden. Den Aufgang habe ich jetzt gerade getestet. Den habe ich davor getestet. Hier kam ich hier wieder bei der Stromschlag. Ach guck mal, hier ist was Neues. Feiern hier alle eine Party. Haltet ihr auch 1,50 Meter Abstand? Ist aber nichts Neues. So, wir probieren erstmal den Aufgang. Hier war ich auch schon oben. Die Tür war mal zu. Immer noch zu. Ja gut, hier lag aber ein Foto, ne? Ich weiß nicht, ob das gespeichert hat. Ich komme mal kurz hoch. Ich habe das Foto ja beim letzten Mal eingesammelt. Wer will denn Dschungelcamp? Ich nicht! Teilnehmer des Dschungelcamps übelst riechen sollen. Ja, die werden wahrscheinlich auch nicht lecker riechen, ne? Aber das haben wir auch schon. Ich habe momentan Mario Overflow, ja? Im Moment ist krass mit Mario, ne? Ich meine, ich habe jetzt 4 Streams Super Mario Bros. 3 gehabt. Denn ich spiele im Moment den Super Mario Hack. Super Mario World Hack. Dann hat der Chris ja heute, weil ich das gesehen habe, irgendwas mit Mario gespielt. Und der Coin Spacey hat auch Mario's Missing gespielt. Aber ich bin hier schon wieder falsch. Donnerstag wieder um sie. Hey! War so witzig letztens mit Oberhausen. Das hat Spaß gemacht. Wehe, der Franzose kommt wieder, ne? Der kriegt von mir einen 5-fach-Bann. Ich habe dem Insider noch gesagt, boah, lass mich den Bann, lass mich den Bann. Und dann hat mein Handy den Chat nicht mehr geladen. Dann war ich echt sauer. Da konnte ich schon mal die Chance haben, Franzosen zu bannen, aber mein Handy hat den Chat nicht geladen. Das war echt unhöflich, ne? Kommt rein, plappert nur Französisch. Und du bist auch noch so höflich und antwortest dem, quatscht voll nett mit dem und alles. Dabei kann der Deutsch. Und beleidigt dann nachher auf Deutsch. Bitte funktioniere. Wieso sollte das nicht funktionieren? Warte mal. Wir sind doch jetzt im Quartier unserer Schwester. Unsere Schwester hat eine eigene Bar in ihrem Zimmer. So ein Quartier hätte ich auch gern. Da, Ada Archer. Thomas Miller, eine Faust. Oder Alpha Quartier. Ich denke mal, hier werden gleich noch mehrere Zimmer sein, ne? Er speichert. Ich hätte nur bis hier hinspielen müssen. Steht da einer? Steht auch einer, oder? Guck mal das Fenster da. Für einen Schatten.
Mal kurz dahin. War das laut? Was zur Hölle ist mit den Leuten hier los? Ada schuldet mir jede Menge Antworten. So laut. Jesus, ich konnte hier das nicht anklicken. Kann ich was anklicken? Immer noch ein Foto, wahrscheinlich noch ein Collectible. Steht hier wieder was drauf? Ja, da steht was. Familienfoto der Millers. Thomas Miller mit seiner Frau Agnes und Tochter Elisabeth. Boah, Agnes ist auch ein furchtbarer Name. Bitte komm schnell zurück. Wir werden dich sehr vermissen. Alles spielt Mario. 100.000 Euro für die Winnie-Teilnahme am Dschungelcamp. Nein. Die Winnie ist so frankfurt. Nein. Das haben Franzosen so an sich. Er hat bestimmt auch gesagt, dass er meine Mama geschlafen hat. Ich hab keine Ahnung, was er gesagt hat. Der Chris hat ja mit dem gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe zum Insider gesagt, ach, der Chris, der reiht doch gerade nur irgendwelche Wörter aneinander. Kann der so gut Französisch? Agnes. Ja, furchtbar, ne? Meine Ohren, ich bin jetzt blind. Jetzt deine Ohren oder deine Augen? Und da ist die Halle. Wir gucken mal kurz, ob hier noch was rumliegt. Und was es hier Schönes zu trinken gibt. Also hier ist es wieder so stockdunkel. Aber ich lasse es. Hier ist gar keine weitere Tür, ne? Nee. Können wir Billard spielen? Okay, wir gehen einfach weiter. Ach, hier kommen erstmal die Quartiere. Aber dann 75%. Eins, zwei Stück fehlen uns, ne? C.F. Brown. P. Miller. Wer wohnt hier? A. Faust. Handschriftliche Notiz. Anne! Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet. Aber es ist ja nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit den eigenen Leuten von Sigma und Delta gegangen. Komm so schnell du kannst zu uns in den Garten. Warte nicht. Geh einfach. Thomas. Was war das? Ich habe nur versucht, irgendwas mit dem zu reden. Das wird ihm sicher nicht gefallen haben. Wer weiß, was ich gesagt habe. Ja, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe kein Wort verstanden. Dschungelcamp geht nur die A-Prominenz. Ohne Geldprobleme auf jeden Fall. Chris hat bestimmt so hart angepöbelt, dass er sich nur noch Französisch... Ja. Hat seine Mutter gedisst, auf jeden Fall. So, wen haben wir hier? Archer, das ist das Quartier unserer Schwester. Gehen wir gleich rein. Handschriftliche Notiz. Giacco? Giacco, keine Ahnung, ob ich es ausspreche. Einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Sie müssen nicht damit aufhören, ihre Freundin in ihr Apartment zu schmuggeln. Aber bitte isolieren Sie ihr Zimmer. Ihre schlaflosen Nachbarn. Haben wir auch keine Keycard für? Nicht? Auch nicht. Mit Sicherheit ein Koreaner oder Japaner. So ein Toi. Oder vielleicht ist das auch Hühnchen, das ist sauer. So, jetzt sind wir im Apartment unserer Schwester. Wieder zur Toilette. Ich bin gerade mal eine Stunde und ich muss schon zur Toilette. Ja, das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Aber ich wiederhole meine Aussage. Die Schwester hat eine Bar im Zimmer. Wie geil! Das ist doch bitte kein Rätsel jetzt, oder? Vielleicht mal kurz Pipi machen, Leute. Ich habe gerade noch den guten Pfanne-Eistee getrunken. Immer auf die Toilette. Ich gerade nichts mitmachen. Erste Hilfe ist halt. Ich gucke mir nur kurz das Zimmer noch an, glaube ich. Schon wieder das Zeichen.
passt doch hier auch absolut nicht rein, vor allen Dingen auch nicht von der Farbe. So ein Neongrün. Okay, die Lampe ist auch Neongrün, sorry. Also trotzdem passt das hier. Hier sind noch so ein Würfel. Gott, das wird ein Rätsel. Wird auf jeden Fall ein Rätsel. Soll ich mir das Symbol mal aufschreiben? Mach ich mal. Schreib mal auf. Warte mal. Dreh dich mal so, dass ich dich aufschreiben kann. Maus! Würfel. Kann ja gut malen, ohne hinzugucken. Kann ich wirklich gut. So, Würfel. Lass mich dafür was brauchen, aber kann ja mal sein. So, jetzt gehe ich mal kurz zur Toilette. In 2 Sekunden wieder da. Mein Stream Deck hier total verreckt. Pause. Das ist meine Pause. Meine Pause. Rede und rede und rede, ich bin noch gar nicht da. So, jetzt bin ich da, ne? Hier hab ich ein Reidel. Mach dich, Joslim. Chago spricht man das aus. Der Wendler war ja auch mal im Dschungelcamp. Genau. Leider hat er nach 2 Tagen gesagt, ich bin ein Noob, hol mich hier raus. Oriana. Hab ich auch. Die nicht? Ein Dreidel, 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 eckiger Ball, Retro. Symbol ist fast verboten, naja. Also, naja, komm. Ah, das ist schon eine wellenförmige Linie hier. In dem, wir sind ja hier 1800 irgendwann. Wir sind ja vor der Zeit, ne? Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Du hattest schon immer große Träume, Ada. Das ist der erste Text, den sie vorliest. Was hat das denn zu sagen? Kann ich den Block umdrehen? Ich weiß gar nicht, was ist sie eigentlich genau? Stand ja da gerade, ne? Warum hat sie sich hier gekümmert auf dem Schiff? Außer um Dreidels. Ich werde hier jetzt noch ein Symbol drauf. Ich werde wahnsinnig. Ich kann es nicht drehen mit meiner Maus. Da ist es. Muss ich mir abmalen, tut mir leid. Das ist eine Pyramide. Pyramide. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann ich nicht gut. So, einmal Schirm. Nochmal Schirm. So, dann ist mein anderer Begriff wahrscheinlich jetzt falsch, ne? Das ist kein Würfel gewesen. Wie heißt denn die geometrische Form von dem Ding? Also, das ist auf jeden Fall eine Pyramide. Was ist das hier? Ein Oktagon oder was? Das kann ich gar nicht sagen, was es ist. Es hat so viele Ecken und Kanten und könnt ihr mir das sagen, falls ich das gleich wissen muss? Ich weiß es nicht. Ich habe lange keine Geometrie mehr in der Schule gehabt. Ja, ich muss, glaube ich, die Form davon wissen, weil hier ist nämlich das nächste Moped, was ich gerade nicht anklicken kann.
Wie nennt man das dann? Das nenne ich mal, das nenne ich mal Pyramide an Pyramide, ne? Pyramide mal zwei. Mal zwei nenne ich das. Oh, zeichne ich das denn ab? So. 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 Und dann ein scharfes S, mehr oder weniger. Und dann so. So, ich mache mal Schnitzel. Alles klar, Denny. Lecker, lecker Schnitzel. Eckiger Ball Retro. Wo war ich denn jetzt? Was für ein Ding? Ein Dodekäder? Hast du ja auch gerade ausgedacht, das Wort, Chris, oder? Dann zähl mal die Flächen. Ja, das waren so viele, da hatte ich gerade keine Lust zu. Also hier bei der Pyramide sind es 1, 2, 3, 4 mal 2. 8. Also hier wären es 8 Flächen. Duda-Dreidel. Das sind doch Wörter, die du dir gerade ausdenkst. Das gibt's doch kein Duda. Hab ich noch nie gehört, ein Duda-Dreidel. Aber was haben wir denn hier? Ey, das Diplom. Sie ist Physikerin, ein Physikdiplom hat sie. Hat sie 1883 verliehen bekommen. Hey Rose, wo bist du? Rose, du bist ich habe dein Apartment gefunden. Wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel, ein Zukunfts-Du hätte mir den Brief Wikipedia-Link, ja, okay, dann gehen wir da doch raus. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss. Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen zur... Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen. Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Was? Das ist alles? Was war der Tipp? Bühnenmitte? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Also ich wäre jetzt ganz schön angepisst. Finden Sie das Forschungsergebnisse. Hier gibt es einen Geheimraum. Dann kann die mir doch sagen, wo der ist, wenn ich den finden soll. Aber guckt euch mal das Klo an. Also jetzt mal bei ganz im Ernst. Egal wie klein die Leute früher waren. Das ist doch für einen Dreijährigen das Klo. Guck mal, wie klein das ist. Aber Hauptsache hier ist Klopapier. Das sieht doch aus wie das gute Vierlagige. Und die Badewanne sieht so riesig aus, oder? Ja, doch nicht. Das ist noch ein Bild, das habe ich gerade nicht angeklickt. Ich habe diese Fotos seit Jahren nicht gesehen. Wir waren bloß Kinder. Wann hat das kein normaler Arsch auf die Schlüssel. Gilt auch nicht als Collectible, ja. Wir sollen jetzt in ihrem Zimmer einen Geheimgang finden. Kann ich meinen Schrank verschieben? Aber die hat ja irgendwas von Mitte gesagt. Vielleicht unter dem Teppich? Da weiß man dann Rand entlang. Guck mal hier. Naja, ist nur ein Schacht, ne? Am einfachsten wäre so ein Bild abnehmen und dahinter ist ein Knopf oder so. Oh Gott, noch so ein Dingen. Habe ich noch gar nicht aufgemalt, ne? Ah, ich kann es auch nicht drehen, das dreht sich immer in die andere Richtung da. Tja, wie viele Flächen hat das? Keine Ahnung. Das nenne ich Würfel weniger. Würfel. Das hat weniger Flächen als der erste Würfel. Was ist denn das für ein Symbol? Ich und abmalen, ne? Das hat ein Schwänzchen da unten. Ist doch geil, oder? Meine Zeichnungen sind. Man kann da gar nicht sehen, ne? Schade. Also beste Zeichnung, echt. So.
Gucken wir mal, noch irgendwo so ein Symbol finden. Hier ist noch ein Schachbrett. Ich glaube, das ist ein Dodekeder. Spricht man das überhaupt so aus? Oder Insider? Der Insider, der guckt gerade gar nicht hin. Der wird es wahrscheinlich wissen, ne? Du machst das wunderschön. Ja, ich weiß noch nicht, gerade weiß ich es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo der Geheimgang ist. Weil der Teppich sieht schon so verknautscht aus. Den würde ich jetzt gern wegziehen. Guck mal, hier war eine Anleitung. Hier. Sag doch Bild. Hier, das heißt doch, verschiebe das Bild nach links. Und dann wackel an der Sicherung nach rechts und links. Dann dreh an den Rädern. Wir müssen erstmal das Bild finden. Ach, guck mal, jetzt kann man es anklicken. Aha. Ach nee. Kann ich denn nicht? Also, die Pyramide. So. Die Pyramide war das, wo ich jetzt gerade bin. Kann ich das irgendwie bestätigen? So. Ja. Jetzt ist das was mehr oder weniger ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke mal, das ist Würfel weniger. Wie viel weniger war das? So. Dann Würfel mehr. Das Zickzack-Zeichen, was der Chris schon böse fand. Schwer es auszuwählen. Was? War es nicht richtig? Ich bin jetzt schon wieder auf Pyramide. Das hat Pyramide mal 2. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Irgendwas ist falsch. Ja, irgendwas ist falsch. Ja, dann ist das Pyramide mal 2. Das Zeichen. Was ist denn die Pyramide? Ist das die Pyramide, was ich da jetzt habe? Oder ist das oben die Pyramide? Weil man guckt ja einmal von der Seite drauf und einmal von oben. Aber ich würde sagen, das ist die Pyramide mal 2. Probier das noch einmal aus. So, dann kommt die normale Pyramide. Hier ist dieses Windzeichen. Hier, Wind. Nee, das ist nicht Wind. Das ist Wind. Windzeichen. Jetzt kommt schon wieder die... Wie Nummer 2? Ich weiß nicht. Kackrätsel. Wieder so schön aufgemalt. Jetzt funktioniert das nicht. So. Das ist Würfel weniger. Würfel weniger ist das. Ja! Hat doch funktioniert. Ach Leute, ihr dürft nicht so viel in den Chat schreiben. Ich habe den Chat so groß gemacht. Das heißt, ich sehe nur so ungefähr die letzten 7 Nachrichten. Wenn ich mal was überlesen habe, was älter ist, schreib ich das am besten nochmal rein. Ich sehe jetzt das letzte, was ich sehe, ausgeschrieben in Runen. Jetzt ist sie traurig. Dann sehe ich Patrick. Und Chris. Link und Rio. Ich muss aber sagen, hier, Bomber 403 Stunden, ne? Hier schon wieder weit voraus, ne? Wir schreiben sowieso nur um 10. Okay, davon weiß ich nichts.
Ich sag, wenn ich wenn was will, schreibt ruhig nochmal. Ihr könnt Sachen ruhig auch zu. Der Schacht war nur so groß, da passe ich doch im Leben nicht rein. Egal, wir klettern durch den Schacht. Ich habe mich schon gefragt, wie es jetzt weitergeht. Komm an Bord der Helios. Kein anderer Gang war. Dann sehen wir uns wieder. Lachen zusammen. Schon wieder Mäuse im Schacht. Spinnenweben. Wenn da gleich eine fette Spinne kommt. Eine fette Medusa. Da sind bestimmt Spinnen, dann treibt der Chris auch, ja. Dann sind es meine Spinnennetze. Da, wo sind wir jetzt? Das Geheimzimmer von der Schwester. Sieht interessant aus. Was haben wir denn hier? Noch eine Nachricht. The Watcher! Die Ein-Elektronen-Theorie erreicht eine Wahrscheinlichkeit von 4 Sigma. Helios Forschungsergebnis verändert die Grundlagen der Physik. Mathematische Fortschritte erwiesen sich als korrekt. Dies ist eine Katastrophe, behaupten mehrere Universitäten. Solange das Robert-Koch-Institut hat. Hier haben wir Aufzeichnungen. Das ist alles? Das sind die Forschungsunterlagen, mit deren Hilfe der Brief in die Vergangenheit reist? Ich hätte gedacht, die sind dicker. Wie läuft's? Ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Fehler in deinen tollen Berechnungen gefunden. So weit kommt's noch. Was hast du gefunden? Tja, du erwähnst masselose Gnomenvektoren, die sich mit relativistischen Löffeldimensionen überschneiden. Nichts von dem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Für mich genauso viel Sinn wie dein Notizbuch. Diese Gleichungen werden es dir ermöglichen, einen Brief in die Vergangenheit zu schicken? Ja, und da du ihn erhalten hast, habe ich das theoretisch schon getan. Oder werde es tun, je nachdem, wie man es betrachtet. Beruhigend zu wissen, dass ich zumindest lange genug leben werde, um ihn zu schreiben. Aber dieser Forschungsbericht bedeutet noch so viel mehr. Er könnte uns allen nutzen. Versprich mir, dass du darauf aufpassen wirst. Versprich es mir. Okay, ich verspreche es. Und was nun? Ich habe meine Aufzeichnungen in 2 Teile aufgeteilt. Toll! Nur eine Hälfte davon. Ich bin dabei, die andere Hälfte zu holen. Ich muss nur durch die Biolabs und werde... Was? Was denn? Verdammt! Wow, Ada? Ich bin eingesperrt! Ada! Ich bin in den Biolabs eingesperrt! Ada, was ist los? Oh, kannst du mich Hallo? Hören? Oh. Ada! Ada! Verdammter Scheißempfänger! Okay, wir müssen nach Biolabs. Finde heraus, was Adas Funkübertragung blockiert. So, was haben wir noch geschrieben? Alles klar, Chris, bis gleich. Gleichungsphysik wird 5 Sigma vorausgesetzt. Ja, das ist ja. Ist ja 1883, wo wir gerade sind. Ich weiß nicht, ab wann das so war. Dann gerade einfach nur wieder zurück, ne? Ich habe gerade keinen Weg, wo ich offiziell lang kann. Ich hoffe, da gibt sich gleich noch was. Da würde ich dich durchkriechen. Ich würde erst mit dem Staubwedel voran die ganzen Spinnenweben wegmachen. Sigma ist der Endboss in Mega Man X bis X4. Das ist natürlich wieder eine Coinspace-Information über Mega Man. Ich weiß nicht, wie wir jetzt dahin kommen, wo wir hin sollen. Das hatten wir ja schon. Was? Hallo? Eingeschlossen. Ah, unser Neuzugang. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Mach's bei mir auch kurz. Nee, müsste es nicht gehen. Ich hatte kurz. Ich weiß, wer Sie Tesla sind. Redet mit Sie. Uns. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das Hallo, wird nicht Tesla. Möglich sein. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter strikter Quarantäne steht. Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Wo ist der Tesla böse hier? Der entstandene Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist.
Sie schließen uns ein? So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, hä? Ein Schiff voller toter Wissenschaftler. Die berühmte Helios kurz vorm Untergang. Wo ist Ihre unbegrenzte Energie jetzt? Dann legt der Tesla einfach auf hier. Das gibt er doch gar nicht. Ja gut, der sagt, wir sind alles unter Quarantäne hier. Und möchte uns nicht rausgehen, Ada, ne? Geht's dir gut? Ada! Hi, ich bin's wieder. Aubergine, halt die Klappe. Du bist das. Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Tja, nun, ich habe einen Profi-Tipp für dich. Such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgedrungen ist. Das ist Schritt 1. Das ist nicht ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, kann ich mich darauf verlassen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist etwas komplizierter. Aubrey, die Tür. Bitte, bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Familie zuerst und so. Aber weißt du, ich habe auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey. Abgemacht. Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Pfadfinder-Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Ja, hier schon. Okay, ich bin... Alles klar, los geht's. Heilige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert! Sorry, tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft durch die Leitung gejagt. Ich bin gleich wieder da. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Benny ein High-Five. Die geeignete Deckung. Seine Arme ein bisschen spät Information. Wo sein. Klingt fantastisch. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später. Gut, der Aubrey hat uns jetzt geholfen. Jetzt hat er einen gut bei uns. Das können wir ihm auch gerne helfen. So, was hat er jetzt geschrieben? Sigma kommt in, okay, in einem anderen Mega Man vor. Und er braucht Coinspace scheinbar Hilfe. Aua, das ist doch die Stimme von der Politessen-Uschi. Alter, Alter, nicht Aua. Ernsthaft? Glaube ich nicht. Aber wahrscheinlich eine krasse Ähnlichkeit. Dann kommen sie und finden sie. So, entkommen, bin ich. Muss zu diesem Lab-Dingern, ne? Hab keine Karte oder so. So. Irgendwie müsste sich theoretisch jetzt ein neuer Weg für mich öffnen. Deine Zeit ist gekommen. Es wird bald alles vorbei sein. Der hat ihn umgebracht. Rotes Blut für das Blut der Zeit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Nein. Ein Blatt rein. Ein Donner aus. Ein Blatt rein. Die Zeit ist kein Fluss. Die ein Donner aus. Zeit ist kein Fluss. Die Zeit ist kein Fluss. Die Zeit ist kein Fluss. Die Zeit ist kein Fluss. Ich hab nur so eine Stealth-Kacke hier. Handschriftliche Notiz. Ich kann das nicht lesen jetzt, sorry. Ich bin da voll im Stress hier. Ich kann mich gerade auch nur so einen gleichen Modus. Der König Scheiße, halt die Fresse, Aubrey! Halt die Fresse, Aubrey! Ja, geil. Hier wurde gerade ein Mann von einem Psycho mit einem Messer ausgeweidet. Oh nein, das ist Ludwig. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Wirklich, wirklich schlecht. Hol mich hier raus. Okay. Zum Eingang der Bahnstation. Ich überlege mir in der Zwischenzeit was. Kannst du mich dabei zu den Biolabs lotsen? Da ist meine Schwester eingesperrt.
Wenn sie nicht zu mir kommen kann, dann komme ich zu ihr. Geh einfach zu den Bahnhofstoren. Ja, wo sind denn die Bahnhofstoren? Ich bin an den Toren. Ach, bin ich da? Mach sie auf, aber diesmal leise. Jawohl, Madame. Bitte schön. Und das ist die Bahnhofstore? Ja, danke. Ich hoffe, der Messertyp jagt mich nicht. Wer ist da? Was? Stopp! Wo? Oh. Ah! Ich hab ihn nicht gesehen! Fuck! Ich weiß nicht, ob das Spiel gespeichert hat. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Ich renne. Ich hoffe, Rennen ist okay. Ich renne. Ja geil, sie hat ja keine Ausdauer mehr, ne? Das ist schon wieder das Zeichen. Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Ja, er explodiert doch alles! Verdammt, Aubrey! Ich hab's! Boah, er hat mich schon wieder! Nein, sie war doch noch hier so jung, ja. Ich habe erst gedacht, ich kann da rüberspringen, deshalb bin ich nach rechts gelaufen. Und dann hat er natürlich die Abkürzung genommen. Wer ist da? Stopp! Lauf, los, lauf! Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Renn einfach! Gottverdammt, Aubrey! Ich hab's am anderen Ende des Bahnhofs. Das andere Ende, der letzte Bahnwagen. Spring in den letzten Wagen am anderen Ende des Bahnhofs. Los! Oh! Raus. Mensch, es Ludwig! Ist deine Schuld! Lass mich in Ruhe, Ludwig! Jetzt ist er schon wieder hingefallen. Was du hat Ludwig für ein Problem? Nicht davonlaufen, Rose! Ich werde mich rächen! Du wirst für das, was du getan hast, zahlen! Du hast es geschafft! Wow! Was für ein Sprint! Benny, ich hab dir doch gesagt, dass sie rennen kann! Verdammt! Was läuft nicht so flüssig, ne? Doch, jetzt geht's wieder. Uschi, was ist denn da kaputt? Nein, doch. Jetzt hab ich die ganze Zeit ein Bild von der Holzfällerfrau. Wenn ich die Stimme höre. Oh, ja. Das ist voll ein zu langes Kapitel, muss ich sagen. Die anderen Kapitel waren ein bisschen kürzer. Besucher und Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helios aufgrund ihrer Kapitel 4. Das Werk des Daedalus. Hey, ich bin's, Aubrey. Hat sich deine Schwester gemeldet? Nein, ich mache mir Sorgen. Sie hätte sich längst melden sollen. Die Sperre blockiert wahrscheinlich das Funknetz. Wahrscheinlich geht es ihr gut. Also, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, woher Ludwig deinen Namen kannte? Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken. Trotzdem, er wusste deinen Namen. Also muss er irgendwie verstehen, was los ist. Aber wie krass groß das Schiff sein muss, wenn es eine eigene Straßenbahn, Schwebebahn hat, ne? Aubrey? Hilfe! Bin schon dabei! Festhalten! Komm aus dem Wagen! Bevor sein er bewegt geht. Sich immer noch, Aubrey! Halt den Wagen an! Ich versuch's! Wo? Aubrey! Ich hab alles angekriegt. Spring raus! Er hat gesagt, spring! Ich bin ins Feuer gesprungen. Aubrey? Hilfe! Bin schon dabei! Festhalten! Spring! Spring raus!
Oh, Mist! Ein bisschen heiß hier unten. Geht es dir gut, Rose? Das war knapp. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke, Aubrey. Das hätte schief gehen können. Eine Sekunde. Also, wo bin ich? Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst? Die schlechten zuerst. Immer. Also gut, ich dachte, ich könnte dich bis zu deiner Schwester in den Biolaboren bringen, aber offensichtlich wird das nicht passieren. Die gute Nachricht ist, ich weiß exakt, wo du hin musst, um in die Labore zu gelangen. Außerdem kann ich dich hiermit unterstützen. Womit? Mit Licht oder was? Na gut, du bist ja auch hier der... Ein Licht am Ende des Tunnels. Verstehst du? Egal. Folge dem Tunnel einfach bis zur nächsten Haltestelle. Das klingt schaffbar. Ich werde einfach ins Licht gehen. Großartig. Ich werde hier ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ich melde mich später. Siehst du, Ben? Ganzen Tag Regen, ne? Und jetzt schönes Wetter. Hat mich auch geärgert. Ins Licht gehen. Ich wollte mich eigentlich nochmal was in die Sonne setzen, zum 5 oder so. Aber nein, da war Regen. Und dann, als ich gestreamt habe, angefangen zu streamen habe, dann schien die Sonne. Na gut, jetzt ist. Ja, jetzt ist schon ein bisschen dunkler draußen, ne? Aber zumindest kein Regen mehr. Warte, die Katastrophe? Jedenfalls kam der Minotaurus dabei raus. Das kann ja auch sein. Also da geht eine Leiter hoch, da können wir nur noch da. Da ist nichts mehr. Erstmal hier gucken. So kalt. So kalt. Ja, stell dich nicht an. In kaltes Wasser ist nur schlimm. Die Stelle, wenn der Bauch kommt. Ist immer furchtbar. Gerade beim Schwimmen gehen. So Füße geht noch. So Unterschenkel gehen noch. Oberschenkel gehen noch. Aber dann die Stelle, wenn der Bauch kommt. Oh, furchtbar, wenn dann kaltes Wasser da ist. Gut, jetzt habe ich das Feuer da ausgemacht. Dann gucken wir erstmal auf der Seite. So kann man sich immer langsam rantasten. Aber wenn der Bauch kommt, dann muss ich immer schnell einmal abtauchen. Sonst wird es nichts. Jetzt gucken, was da liegt. Da liegt gar nichts. Hier liegt auch nichts. Verarscht! Insider hat noch einen Nugget-Bits gefunden. Ich glaube, der Insider, der hat gerade keine. Der hat sich letztes Mal voll aufgeregt, dass Rewe wieder keine hatte. Nur noch die blöden teuren. Was für Bauch? Ja, Bauch halt, wenn du ins Wasser gehst. Und die Stelle da kommt, wo dein Bauch unter Wasser muss. Die ist furchtbar. Bei Männern wird es schon schlimm, wenn was anderes das kalte Wasser berührt. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich finde, der Bauch ist die schlimme Stelle. Mein Gott, ich drücke mal wieder zwischendurch R und F. Ich habe weder Taschenlampe noch kann ich nachladen. Problem kenne ich bei meiner Badewanne nicht. Da pinkelt auch niemand rein. Ja, das hoffe ich doch wohl. Rose, hast du es geschafft? Aubrey. Ja, Aubrey. Ja, ich bin an der Station. Wohin jetzt? Du bist in den Techniklaboren. Ich habe die Stromversorgung bereits zu dem Abschnitt umgeleitet, den du gleich betrittst. Wir sind schon in den Techniklaboren. Ich habe mir erlaubt, einige ausgewählte Türen zu überlassen. Hier, Insiders Gasmaske, guckt euch das an. Das ist Insiders Gasmaske. Folge dem Licht. Aber denk daran, dass ich nicht an alle herangekommen bin, also pass auf. Okay. Sonst noch etwas, das ich wissen sollte?
Naja, es wird wahrscheinlich nicht schön. Damit du es weißt, halt dir die Nase zu. Benny hat als Lebender... Halt dir die Nase zu, ich nehme die Gasmaske einfach mit. Verwesendes Fleisch hat eine ganz besonders anrüchige Note. Stimmt doch, Benny, oder? Er ist schon so eine Totenblume. Das klingt geschmacklos. Sicher, dass bei dir alles okay ist? Ich benutze eine Dusche in meiner Wohnung. Arm meines besten Freundes als Rückenkratzer. Natürlich ist nichts okay. Lauf einfach weiter durch die Techniklabore. Ich melde mich wieder. Ich muss sagen, hier war ich aber auch noch nicht duschen. Ich gehe bei meiner Mutter immer baden. Obwohl wir eine Badewanne haben. Abteilung Schienenverkehr. Wagenkontrolle. Abteilung Technologie. Verarbeitung Schienenverkehr. Wagencheck. DPA bla 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 5 irgendwas. Was zum Teufel, Frank? Wagen Nummer 42, Nummer 12 und Nummer 77 sind vorprogrammierte Katastrophen. Die Hardware-Ausfälle reichen von rissenen Bremsplatten bis hin zu unpassenden Türscharnieren. Hast du wieder getrunken? Komm morgen um 10.30 Uhr in mein Büro. Wenn du betrunken kommst, ertränk dich. Was betränke ich dich? So, ich werde dich nicht weiter schützen. Arthur Harris. Habt ihr gehört? Der Arthur ist gestorben, ne? Ich hab Dings nie geguckt. Wie heißt das? King of Queens? Ich kenne aber jemanden, der das immer geguckt hat. Habe ich mal zwischendurch mit reingeguckt. Weiß nicht, ob das jemand geguckt hat von euch. Und ist heute verstorben. Mit Duck and Carrie und Arthur. Ah, ich fand die Serie aber nie gut, muss ich sagen. Weiß nicht, meins war es nicht. Aber ich glaube, der ist alt geworden. Der ist irgendwas mit 90 geworden. Meint der... Oh, wie hieß er denn jetzt? Der Ludwig? Der Ludwig rennt zwar hier mit dem Messer rum und will alle abmeucheln. Ich glaube aber nicht, dass Ludwig alleine die ganzen Leute hier getötet hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das ganz alleine war. Immer wieder eine... Zeitung, Zeitung, The World. Teslas Meteorologieforschung entschuldigt, regenlose Gewitter zu verursachen. 7 Tage Donner und Blitze ohne Regen. Wetterexperten können das Phänomen nicht erklären. Spektakutionen. Spektakutionen ist auch ein geiles Wort, oder? Das gibt's überhaupt nicht. Spekulationen. Über Warncliffs Beteiligung. Demonstrationen vor dem Hauptquartier von Warncliffe. Zunehmend gewalttätig. Mitarbeiter von Warncliffe Überstunden aufgerufen. War das wieder? Ich höre wieder Geräusche. Alter, der geht. Aufzug! Sympathischer Typ. Spekulatius, hör du mir auf mit deinem. Das heißt Spekulatius! Spekulatius, 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 Spekulatius. Link Spekulatius. Wo müssen wir denn hier hin? Da lang, ich weiß nicht. Tech Labs. Noch sieht das hier nicht so labortechnisch aus, ne? Ja, der Aufzug ist gerade nicht da. Danger, Danger. Da müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Sie sind hier. Wo sind wir denn wieder? Er ist Main Station. Gerade. Wir sind nicht genau, wir sind. Ah. Von der Höhe ja ungefähr in der Mitte. Und beim hinteren Bereich des Schiffes. Wardenclyffe. Plattform 1. To Main Hall. Every 30 Minuten. Okay, hier ist quasi Busfahrplan. Schwebebahnfahrplan. Bei diesen Visionen bekomme ich Gänsehaut. Wie schlimm muss ein Zeitexperiment schiefgehen, damit die Vergangenheit sichtbar wird? Hm.
Spekulatio. Ist doch lecker, Levini. Ich mag das auch gerne, aber das heißt Spekulatius. Irgendwann habe ich auch alle dazu gebracht, Spekulantius zu sagen. Nein, Spekulatius, Spekulatius, Spekulatius. Nicht Spekulantius. Was fehlt hier? Exo, League, was? Was, was, was? Do not enter. Evacuate through the tunnels. Also, hier nicht rein. Evakuieren durch die Tunnel. Exo-Leck. Was auch immer es ist besser nicht ansteckend. Don't open that inside. Don't that open inside. Was? Betreten Sie die Tech Labs. Weg zur Ada zu finden. Wer weiß, vielleicht sind die ja, die Gestalten, die wir hier sehen, ja gar nicht aus der Vergangenheit. Vielleicht sind die ja schon aus der Zukunft. Unsere Schwester hat uns ja auch aus der Zukunft geschrieben, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir Tesla hier noch persönlich treffen. Ja, mal nur mit ihm gequatscht und tausende Bilder von ihm gesehen. Ein bisschen eingenommen ist er auch von sich selber, ne? Weil mit den ersten Räumen, wo ich angefangen habe, waren ja komplett voll von ihm. Da hat er nur Bilder von sich auch gehangen. Da stöhnt schon wieder was. Mal kurz hier hinter. Mal jammern mich noch was. Unvollendete Rohrpostnachricht an Physikabteilung T90 an Techabteilung N7. Inhalt. Was meinst du mit wir haben die Zeit zum Bluten gebracht? Erstens, wir haben keine Scheiße gebaut. Dieses Chaos ist ein Verdienst der Physikabteilung. Allen voran die Deppen aus der Dimensionsphysik. Undankbare Trophäenjäger. Dank euch haben wir alle zwei Stunden Exo-Alarme. Es ist klar, dass die Quarantäne nicht funktioniert und die Leute angepisst sind. Bringt das in Ordnung, damit wir wieder arbeiten können wahrscheinlich. Text wurde abgebrochen. Don't let open inside, genau. Nur noch Enter. Und sie geht trotzdem rein. Ja, wir müssen ja unsere Schwester hier suchen. Ne? Ja, wir hätten gar nicht erst... Ich habe ja angefangen mit dem Spiel, da war ja ein fettes Schild Quarantäne. Sind wir auch trotzdem reingegangen. Sonst wäre das Spiel ja gar nicht angefangen. Genau, Bella sagt auch Spekulatius, Spekulatius, Spekulatius. Markus auch. Spekulatius, Spekulatius, Spekulatius. Spekulatius, Achso, warte mal. Spekulatius ist Spekulatius. Spekulatius ist Spekulatius. Kann ich auch schnell sagen. Mit den Delays. Bekommt man immer Nachrichten aus der Zukunft von uns, ja. Wir haben die Zeit zum Bluten gebracht. Genau wie Danny gestern meinte, war so geil. Wo Insider was geschrieben hat und Danny dann meinte, ja, ihr seid mit Sicherheit gerade auch noch im anderen Schloss, ne? Aber hier. Join him. You two can change the world. Join Mr. Tesla aboard the Helios today. The Great Fabrier. Darunter kann ich leider gerade nicht lesen. The World, irgendwas. Haben wir noch eine Rohrpost bekommen, glaube ich. Rohrpost. Irgendwie finde ich das System cool. Das mochte ich letztens schon. Tolle Nachricht. Rohrpostnachricht. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich denke nicht. Sehr optimistisch, sagt sie. Ich denke nicht. Also ich schätze mal die Tür hinten ist zu, weil da hinten ein grüner Knopf ist. Und schauen wir trotzdem mal hier um. Hier wäre das Labor. Vielleicht kommen wir da ja noch später rein. Geräusche gerade hintergehört. Was haben wir hier? Ist auch Labor. Also Hugo.
Iglas. Ui. Auf. Was hat mich denn jetzt angeknurrt? Ich weiß nicht. Hier ist mein Innenraum. Bin ich in Räume, die mich anknurren? Also, Sabotage hat eine Quarantäne ausgelöst, die Gefahr aber nicht eindämmen konnte. Gut, aber da sind zu viele Leichen für nur einen Psychopathen. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Da muss noch etwas anderes sein. Ich glaube auch nicht, dass es nur ein Psychopath war. Post-Nachricht. Alan, die Jungs von Zack und Deb konnten das nicht knacken. Ich habe ihnen gesagt, du könntest es versuchen. Ich vermute, es handelt sich um einen Visa, Verschlüsselung mit Symbolsetzung. Sag mir Bescheid, ob du das hinkriegst. Steve. Muss ich was knacken hier, oder was? Nein, nein, ich will das dicke Buch hier anklicken. Kann ich das nicht? Super. Kryptische Nachricht. Eine Reihe von seltsamen Symbolen verstreut auf der Seite. Ja. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht genauer angucken. Also die Bilder hier von diesen Figuren, die ich immer sehe, bringen mich irgendwie mit der Story her so um gar nichts weiter, ne? Sind immer so nichtssagend, finde ich. Was poltert und pöbelt hier neben mir rum? Was haben wir denn da? Death Ray. Helios Tech Bauplan. Bauplan für einen Todesstrahl. Ja, stimmt ja. Wir haben am Anfang noch gesehen, Teslas Todesstrahl, den er gebaut hat. Zack Depp. Ich brauche die Emma-Monroe-Tabelle, genau. Die Emma-Monroe-Tabelle wäre geil. Was haben wir denn hier? Ein Atom. Weiß jemand, was das ist? H-O? R-O? O? Ne. Ne, ne. Da reichen meine Chemiekenntnisse absolut nicht auf. Eine schöne alte Schreibmaschine. Wardenclyffe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in dem Raum was machen muss überhaupt. Ich denke mal, hier kriege ich nur ein paar Informationen, ne? In der Mitte habe ich schon alles angeguckt. Ich will nicht hier hin, hier wurde ich gerade angeknurrt. Das ist mir unheimlich. Ich klicke erstmal die Tür hinten an. Wird wahrscheinlich zu sein. Natürlich ist die Tür verschlossen. Hier ist noch eine Tür, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Einmal kurz gucken. Nein! Bin schon so weit. Noch heller kann ich nicht machen, Leute. Schon so weit im Bereich. Guck mal, hier haben wir wieder das Symbol hinter. Dem Raum hier traue ich nicht. Der hat mich angeknurrt und angezischt. Da sind irgendwelche Blitze oder sowas, ich weiß nicht. Jetzt wird's. Boah, voll spooky der Gang, oder? Ist das laut? Wie läuft's, Rosie? Oh, hier eine fette Tesla-Spule, wie geil ist das denn? Ja, das. Könntest du diese Blitzmaschine vor mir abschalten? Was? Ah, alles klar, ich verstehe das Problem, aber tut mir leid, Rose. Sie reagiert nicht auf meine Befehle. Na super. Jetzt ist es gewonnen. Was du am besten kannst, meine Liebe. Aktivieren Sie die Detektormaschine mit Hilfe der Berufungsschalter. Diesmal musst du nur gleichzeitig den Stromblitzen ausweichen. Gibt es keine Möglichkeit, das Teil von hier aus abzuschalten? Das wollte ich noch sagen. Im Untergeschoss gibt es Notschalter. Dort sind zwei Schalttafeln. Du musst beide aktivieren. Das sollte das Monster bändigen. Ich melde mich später, Rosie. Von diesem Lärm bekommt Ben
die Kopfschmerzen. Wie heißt denn dieser Käfig nochmal, der diese Blitze ableitet? Ich komme gerade nicht auf den Begriff, ich kann es auch gerade nicht googeln. Hier, Faradayscher Käfig, so hieß er, ne? Genau. Jetzt haben wir mal einen CERN gesehen. So ein Labor, in so einem Pechzentrum. Sah mega cool aus. Bin ich gerade nicht auf den Begriff. Warte mal, hat der Chris mir gerade auch wieder geschrieben? Ah ja, da schreibt der Chris es auch, genau. Was haben die da im Blick? Schreibt er mir. Was? Der Käfig, genau, der ist es, ne? Paradiesischer Käfig. Ach so, wegen den Katzen. Okay. Ich dachte, was willst du das so schön? Wenn da bloß keine unheimliche Trulle im Garten steht, ja. Das ist nur bei, Song of Horror. Oh, das Spiel hat mich fertig gemacht. Aber ich will nochmal Episode 3 und 4 spielen. Ich habe bisher nur 1 und 2 gespielt. Vielleicht mal wieder zur Halloween-Zeit oder so. Aber guck mal, wie geil das aussieht. Ich stehe auf sowas, ich weiß nicht. Mach ich mir einen Screenshot von, warte mal. Der Screenshot ist doch F12 oder nicht? Dann mache ich halt. Okay. Dann mache ich halt so einen Screenshot. 12 geht gerade nicht, keine Ahnung wieso. Ich hoffe, ich habe den Stream jetzt nicht beendet. F12 irgendwas Shortcut? Nee, ja. Und der Dev1, wo du bist? Ich grüße dich. Hallihallo. Sorry, dass das gerade so laut ist mit dem Spiel. Ich halte die Tesla-Spule eben aus hier. Ich will. Und das, danke für dein Follow. Danke, Death. Hast du mir nicht schon nichts gefollowt? Aber vielen, vielen Dank. Und so, jetzt hört ihr mich auch mal was, ne? Ich schalte die Tesla-Spule aus, dann hört ihr, glaube ich, wieder ein bisschen mehr. Wenn ich hier einen Ausschalter finde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, das sind mehrere Hebel. Ich habe das Gefühl, ich lade gerade noch mehr auf. Oh! Tesla-Spule rastet raus. Upsi, ich wurde getroffen. War schon lange fällig. Stimmt, du warst ja schon öfters hier, ja. Ach, du hättest mir auch schon voll so da gelassen. Aber ich danke dir natürlich jetzt noch umso mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Darf nicht getroffen werden. Okay, der Hebel ist schon unten. Wo habe ich hinter den Geräten langlaufen können? Oh! Wir haben die Tesla-Spule gekillt. So, jetzt ist es auch wieder ein bisschen besser, ne? Angriff der Tesla-Spule, ja krass, ne? Jetzt nur noch ein Stück Grillkohle übrig, auf jeden Fall. Ja, brennt das da oben noch? Warte mal. Ja. Also ich denke mal, da oben kann ich nicht weiter. Dann gucken wir uns mal hier unten weiter um. Vielleicht ist die Tür auf. Nee. Dann gehen wir die Leiter hier hoch. Meine Knie sind schon ein bisschen weg.
Wasserspule klebt an das. Ich muss echt sagen, mir gefällt dieses Spiel sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Von den Zuschauerzahlen gefällt es euch wahrscheinlich nicht ganz so gut. Aber zum selber spielen gefällt es mir wirklich gut, muss ich sagen. So, wir kommen hier rein. Sitzen hier den Weg durch die Tech Labs zu Ada Ford. Ja, irgendwo ist ja hier unsere Schwester. Wird schon wieder angeknurrt. Was war das? Was war das? Guck mal, hier ist schon wieder das Symbol. Ja, immer noch unsere Schwester hier finden. Die ist ja irgendwo eingeschlossen hier in den Tech-Laboren. Ja, echt mal wissen, woran die alle gestorben sind. Wie gesagt, der verrückte Ludwig, der kann ja nicht für alles verantwortlich sein. Ich finde jetzt sehr wenig Berichte, muss ich sagen. Am Anfang habe ich sehr, sehr viel vorgelesen, gerade im ersten Stream. Hier jetzt sehr, sehr wenig. Ist nicht so schlimm. Schon wieder angeknurrt. Wundert mich nur ein bisschen. Ah, da haben wir direkt einen Bericht. Aber das ist, glaube ich, nur so ein Bauplan, ja. Helios-Tech Bauplan. Bauplan für einen Röntgenapparat. Ja, die Marie Curie war ja auch hier mit auf dem Schiff. Von der haben wir auch schon ein paar Bilder gesehen. Ich will nicht weiter. Ich werde doch nur angeknurrt. Hey, stopp! Katze? Ich hoffe, das ändert nicht mit irgendwelchen Mutanten hier zum Schluss. Es sieht ein bisschen aus wie ein Fallout-Anzug, ne? Hier, Fallout. Toll. Der Schwule klebt alle. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Was? Wenn ich nicht. Edison. Ja, nur weil er für Edison ist oder was. Tesla ist immer gut. Besser als dieser verkackte Edison. Och, Beat. Der Beat frisst schon wieder den Karton. Jetzt sind gleich wieder auf dich drauf. Wenn ich frisst, dieses scheiß Klebeband, was da dran ist. Hört dann gleich ab. Rose, bitte melde dich. Rose! Ada! Rose! Gott sei Dank, geht's dir gut? Mir geht's gut. Alles gut. Was ist passiert? Ich habe mich zu Tode gesorgt. Mein Funk wurde gestört, aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Nicola hat dich wohl auch eingesperrt, was? Ja, aber ich bin entwischt. Ich bin fast bei den Biolabs. Bist du noch dort? Moment, du bist durch die Sperre gekommen? Natürlich bin ich da durchgekommen. Dieser Aubrey hat mir geholfen. Er hat mir das Leben gerettet. Wir müssen ihn holen, bevor wir das Schiff verlassen. Ich hab's ihm versprochen. Ja, klar. Klar werden wir das tun. Aber erst der Forschungsbericht. Das ist der Schlüssel zu allem. Stimmt. Hast du es geschafft, die andere Hälfte zu holen? Nein, der ist im Theater. Wir werden ihn zusammen holen, direkt nachdem du mich aus diesem Operationssaal rausgeholt hast. Von all den Mitgliedern. Ada? Die Verbindung bricht wieder ab. Und schon wieder kein Kontakt mehr zu ihr. Rose? Was hast du geschrieben? Edison, genau. Doch, das Spiel ist toll. Ja, was denn jetzt? Jetzt oder ja oder nein? Friss den Karton. Ja, der beißt immer in den Karton rein. Ich weiß, ich habe mal gelesen, die schärfen ihre Zähne dadurch. Macht aber nur der Beat. Die Pearl macht das nicht. Ich heb halt immer gern einen Karton auf, weil die Pearl sich da so gerne reinsetzt. Und der knabbert da einfach immer. Oh, speichert. Beauty. Dann kommen die Katzen nichts zu essen, wenn ich schon Kartons fassen wollte. Die haben sogar heute Leckerlis gekriegt von mir. Neben ihrem üblichen Essen, ja. Und ein Stück Schinken haben sie auch abgekriegt. Die Vini vor. Noch ein Tor. Yay, yay, yay. Ach, ich wollte ja mal. Leute, jetzt sind gerade ein paar Leute da. Hier. Wer noch nicht. Wieso funktioniert das nicht? Warte mal eben.
Wer noch nicht abgestimmt hat für das nächste Samstagspiel, macht das doch mal, was ich als nächstes spielen soll. Wie gesagt, ich entschuldige bitte nochmal den Fehler bei DuckTales. Kann es leider nicht mehr ändern, nur nochmal eine neue Option machen und nehmen wir die ganzen Stimmen weg, das wäre blöd. Bockwurst auch? Ja, Bockwurst ist der auch, aber Bockwurst hat er heute nicht gekriegt. Ich habe aber heute Grillwürstchen gegessen mit so einer Knorfix-Tüte, so was ähnliches wie Currywurstsoße, das war auch lecker. Mit Kartoffelgratin und Tomatenmozzarella. Liebe Tomatenmozzarella-Salat. Obwohl ich im Moment eine Tomate mit Feta esse. Ist ein bisschen witziger. Die wurden ja schon irgendwie alle abgestochen, oder? Oder wo haben die alle ihre Wunden? Guck mal, der hat sogar richtige Kratzspuren auf seinem Körper. Ist schwer zu sagen, woran die alle gestorben sind. Ach, hier brauche ich wieder eine Kombination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emergency. Quarantänedoor. Door will close in case of emergency. Weil die Tür schließt sich, wenn irgendeine Gefahr hier ausgebrochen ist. Bin ich hier richtig für den Passierschein A39? Sie meinen A38? Nein, für den Passierschein A38. Nein, es handelt sich tatsächlich um den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt ist. Hat heute Rottbratwürstchen. Mein Gott, was ist denn heute los? Rottbratwürstchen. Und Schupfnudeln mit Sauerkraut. Ja, das klingt auch gut. Auch lecker bei dem Kackwetter draußen. Toll. Das war Beat. Du brauchst uns zum Durchkommen. Okay, wir brauchen jetzt den Passierschein A39. Widerlich. Break Room. Sobald wir in Pause ruhen. Ich glaube, da mischte ich gar nicht rein. Was haben wir hier? Gentlemen! Oho, wir gehen auf die Herrentoilette. Guck mal, das ist doch auch eine Frau, die hat doch einen Zopf. Hier hat wieder eine Dame auf die Herrentoilette verschwunden. Was hat die hier zu suchen? Will die Tür nicht aufmachen, vor allen Dingen nicht die hier. Guck mal, wie die flackert. Fangen wir vorne an. Okay, ein Klo. Klopapier ist da. Schöner, moderner Holz-Toilettendeckel. Was haben wir denn hier wieder? Ein Boxkampf. McCarthy gegen O'Connor. Hallo? Tür ist verschlossen. Ah, guck mal, hier siehst du schon das ganze Blut. Ich will hier gar nicht reingucken. Aber wir machen es trotzdem. Alter. Hab ich jetzt nicht gewarnt. I'm sorry. Ich hab das letzte Stück Toilettenpapier verbraucht. Ich bin so sorry. Da haben wir doch. Schauen wir mal kurz eben auf. 3. Hallo, Schreibstift. Man, hier, Westapothekenstift. Will ich schreiben. 3, 2, 1, 2, 2. Westapotheke, Martin Müller aus Oberhausen scheint so. 0208. Also, wenn man die West... Oh, wo ist mein OBS hin? Ich mal online. OBS. Ich muss mal kurz mein OBS wieder suchen. Da ist mein OBS. Doch, ich bin noch da. Also hier. Hashtag nur Werbung, ne? Wer mal in die Westapotheke geht, dann besucht bitte den Martin Müller in der Westapotheke. Ich hab keine Ahnung, wer das ist oder weil ich den Stift hab. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Was? Den brauchst du zum Durchkommen.
Lass doch mal einer Kundin abgeschrieben. Wollte Hartz IV beantragen. Könnt ihr euch vorstellen, was beim Amt los war? Weil die den A39 hat oder was? Bei uns gehen auch viele Frauen auf die Herrentoilette. Sicher, dass das dann... Vielleicht sehen die ja nur oben rum aus wie Frauen. Neues Rumschreien nicht beachtet? Na, den Text kann ich leider nicht auswendig. A39, wer im Rundschreiben B14 festgehalten wird? Nein, da müssen wir den Chris fragen, der kann den Text perfekt. Sind auch an dem vierten Stock. Yay! Zeig immer komische Sachen in meine Kamera. Ja, ist mir egal. Ich zeig jetzt mal die Westapotheke hier. Rundschreiben B65. Ja, tut mir leid. Siehst du, der Chris, der weiß es. Kann ich mir das gar nicht angucken. Ellens letzte Notiz. Niemand darf rein. Niemand darf raus. So sind die Regeln. Halten Sie die Quarantäne aufrecht, bis Hilfe eintritt. So lautet die Richtlinie, während der alle gestorben sind. Achso, während der alle gestorben sind. Falsch betont. Hier hielt ich den Code geheim, als Sophie nach dem ersten Tag bat zu gehen. Ich hielt den Code geheim, als Professor Santos am zweiten Tag Zutritt verlangte. Ich hielt den Code geheim, als die Anomalie am dritten Tag... Eine Anomalie hat alle getötet. Ich werde ihn nicht länger geheim halten. 3, 2, 1, 2, 2. Wer auch immer das liest, möge in Frieden sterben. Weit weg von hier. Alan Tucknier, N7, Sektionsoffizier. Ich nehme dir das mal ab. Na gut, der wurde einmal aufgeschlitzt mit dem Messer. Und am Hals irgendwie auch so ein bisschen, ne? So, dann geben wir mal den Code ein. Bummel schon wieder so viel beim Spielen, ne? Oh, der Tür hier nicht. So, einmal bitte Code eingeben. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte werfen Sie noch eine Münze ein. Bitte geben Sie Gewicht ein. Bitte geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. Dies ist Ihre persönliche Glücksmelodie. WeatherTech. Da muss doch der Aubrey drin sein. Der war doch für die. Der hat doch gesagt, irgendwie. Die Energie wurde aus Regenkraft gewonnen, irgendwie sowas. Guck mal, hier ist, glaube ich, die Anomalie kaputt gegangen. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ein blauer Nebel. Schon wieder kryptische Zeichen. Chris, bitte einmal das Runenalphabet von Ember Moon raussuchen. Chiffrierter Brief. Eine kodierte Nachricht mit seltsamen Symbolen. Ich habe doch letzte Woche den gelben Sack gezeigt. Ja, genau. Und dann wurde ich gebannt. Ach, Quark. Du bist doch nicht wegen sowas gebannt. Oh nein. Nein! Sorry, da hören meine Malkünste gerade auf. Das muss ich abfotografieren, weil so gut kann ich nicht malen. Und ich bin im Selfie-Modus. Ich mache übrigens sehr viele Selfies scheinbar. So. Wir haben aber nicht sehr viele Buchstaben. D-O-T-S-F-G. Ich habe ja auch eine Nachricht hier von Chris. Schickt der Chris mir jetzt den gelben Sack? Ach, wie nett! Der Chris schickt mir auch das Bild. Guck mal an. So. Ja, gut. Ich dachte jetzt irgendwie, ich hätte deinen Namen oder deine Nummer hier drin, aber du heißt bei mir am Handy auch Chris Milanese. Habe ich jetzt nichts Schlimmes gezeigt. Nicht verschickte Rohrpostnachricht an Steve Bios. Technologie Labor Nummer 5 von Ellen. Agnia, Technologielabor Nummer 7. Oder N7. Ich weiß nicht. Steve, ich habe... Was? Schickt er mir noch was? Ah, jetzt hör auf. Jetzt hör auf, Chris. Oh, Steve, ich habe einige...
Partielle, partielle, ne? Partielle und einige vollständige Echauffierungen. Etwas Großes steht kurz bevor. Edison hat seine Spione hier. Der böse Edison, ich wusste es doch. Ich bewahre die saubere Kopien in meinem Tresor auf. Komm zu mir, sobald du das hier liest. Benachrichtige Herrn T. Ich denke, er wird das sehen wollen. Warte mal, ich bewahre die sauberen... Ich habe jedenfalls Vollführungen. Jemand hat den Edison Spionagecode entschlüsselt. Ob Tesla wusste, dass er Saboteure an Bord hatte? They are unaware of this. Isn't that one? In kann ich das Wort nicht lesen. Presents seltsame Symbole, gefolgt von dem Satz, sie sind sich unserer Anwesenheit nicht bewusst. Ich hoffe, das muss ich nicht auch noch jetzt übersetzen hier. Das Symbol ist ein T, das Symbol ist ein A. Wie viel, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss ich mir auch mal kurz ab... Aua! Aua soll das heißen! Stimmt, das Aua konnte ich nicht lesen. Weiß ich das auch noch. Brauche gleich. Ah, der hat mir ja gerade noch gesagt... Das heißt Edison, das kann ich leider nicht anklicken. Aber das fotografiere ich auch mal. Der hat mir ja gerade gesagt, irgendwas von Chiffrierungen sind im, so. Guck noch mal kurz weiter. Ach, hier liegt auch noch was. Boah, ich hoffe, dass das nicht so ein Rätsel wird, ey. Könnt ihr gleich mal schön mitraten. Ich gucke mich noch mal um, bevor ich mich jetzt daran mache. Was haben wir hier? WeatherTech. Immer noch WeatherTech. Aua! Genau. Wieder. Ist das Todesstrahl hier? So, ich laufe die ganze Zeit gegen irgendwelche Stühle. Ich denke schon, das bollert hier so. Damit kann ich nichts anfangen. Wahrscheinlich irgendwelche Berechnungen zum Todesstrahl hier. Waffendesigns. Waffendesigns. Natürlich. Mal wieder Bauplan wahrscheinlich, ne? Heliostech Bauplan. Baufahren für Erdbeben. Ja. Wofür braucht der das denn? Da komme ich nicht durch. Wenn ihr irgendwie einen Tresor seht, sagt mal Bescheid. Das ist kein Tresor. Ist das ein Tresor hier? Kein Tresor. Das glaube ich hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier durchlaufen kann. Schaut mich schon wieder an. Nicht, dass das eine optionale Quest mehr oder weniger ist. Hier waren wir gerade auf der anderen Seite. Nee, komm, wir versuchen das erstmal zu lösen. Vielleicht gibt's. Ach, ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt's ja eine Trophäe, aber ich spiele ja auf Epic. Mann. Oh nee, das ist viel zu lang, bis ich das fertig habe, ne? Wenn das so zwei Sätze wären. Aber was ist denn das erste Symbol? Habe ich nicht hier? Da habe ich. Das passt überhaupt nicht. Edison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Das ist nicht richtig. Das kann ich gar nicht nehmen. Das Wort they hat ja vier Buchstaben. Und hier oben sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann
das nicht benutzen. Aber vielleicht kann ich das nehmen, warte mal. Ah, zwei nebeneinander sind Buchstabe. Dann ist das erste ein O. Ich probiere es mal kurz ein bisschen. Ich mache mal die ersten drei Wörter. Mal gucken, ob mir das was bringt. O. Das zweite. Ne, muss ich anders sehen. Das mit dem X oben. Und ein Haus unten. X oben. Haus, das habe ich hier überhaupt nicht. X oben, Haus unten. Und dann sowas? Nee. Ich hab nur ein O. Epic Fail. Hab ich gefailt? Da kommt gleich ein Emblem. Da drücken sie dann drauf. Müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Da lagen noch mehr Zettel mit Buchstaben rum. Ja, ich hab die alle abfotografiert. Aber ich habe ja das abfotografiert hier. Das abfotografiert. Warte mal. Was habe ich denn abfotografiert? Ich habe da jetzt irgendwie keine Lust drauf. Wir gehen das mal weiter. Guck, ob wir das unbedingt brauchen, weil das dauert echt lange sonst. Ich glaube, dann laufen gleich alle Zuschauer weg hier. Haben wir noch einen Bauplan? Echt Bauplan für wieder so eine Maschine? Jetzt Erntemaschine. Ja. Da oben ist der Beamer. Nee, doch, da ist der Beamer. Aber ein kleiner Beamer, oder? Haben wir wieder Atome. Gewitter! Ich schätze, der blaue Nebel ist der Grund für die Quarantäne. Exo, oder wie sie ihn nennen. Nee, Exo ist schon mal der blaue Nebel hier. Ich dachte irgendwie, das hätte schon was mit der Anomalie zu tun. Deck. Access. Sieht aber mega hübsch aus, oder? Findet ihr nicht auch? Nukula! Das Wort heißt Nukula! Renn! Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Lass mich nicht allein! Ach komm, da kannst du doch drüber springen über das kleine Eckchen da. Ich hab ja gehofft, dass da keine Monster vorkommen, ne? Aber es kommen Monster vor. Aubrey, Mensch! Was zur Hölle? Okay, ich glaube, das ist nur optional gewesen mit der Nachricht. Das, meine Liebe, war eine der temporalen Anomalien. Das Ding hängt mit der Zeit zusammen. Gar keine Anomalie, das war ein Viech. Wie ergibt das denn einen Sinn? Stell dir Zeit als biologisches System vor. Diese Dinger sind quasi Antikörper, die den Zeit wegmachen. In dem Fall uns. Aber woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass du die Tür schließen musst? Naja, sie sind nicht gerade unauffällig. Sie folgen der fremdartigen Energie. Von daher sind sie nicht schwer zu überwachen, wenn man weiß, was man tut. Oh. Ich schulde dir was. Wir versuchen es aber, ne? Danke, Aubrey.
Nun, weißt du, wo genau in den Biolaboren deine Schwester eingesperrt ist? Ja, sie ist in einem Operationssaal. Bin ich schon nah dran? Ja, bist du, bist du! Ich öffne so viele Türen, wie ich kann, damit du dorthin kommst. Es gibt einen Beobachtungsraum direkt über dem OP. Du solltest sie von dort aus sehen können. Sei es drum. Geh los und grüß sie. Der Weg sollte frei sein. Das werde ich, Aubrey. Danke nochmal. Mach mal vielleicht nicht alle Türen auf, damit das Viech nicht hinterherkommt. Was ist das denn hier? Hier ist der Bauplan. Bauplan für eine künstliche Photosynthese. Induktor. Das macht Sinn. Finde ich jetzt wieder so ein... Irgendwie stimmen die Größenverhältnisse hier nicht von Toilette und Sitz und Bett und irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Wir lieben dich, ach ja. Ach, der Bullet hat mir eine Nachricht geschrieben, sehe ich gerade. Kann ich gerade nicht draufklicken? Mache ich aber noch, versprochen. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Da lang oder da lang? Ganz schön groß jetzt gerade. Vorpostnachricht an Margaret Lynn, Biologieabteilung von Anne Thompson, Physikabteilung. Maggie, wie ich Ihnen bereits sagte, nur weil ich im Step arbeite, denke ich mal, heißt das nicht, dass ich die Verfahren von Lead Researcher und Archer verstehe. Ah, die ist Lead Researcher, habe ich ja gerade schon irgendwo gelesen, ne? Ja, ich weiß, wir würden alle gern so schnell wie sie neue wissenschaftliche Gebiete erobern, aber es gibt wirklich niemanden an Bord dieses Schiffes, der auch nur annähernd ihre Fähigkeiten heranreicht. Allein ihre mathematischen Arbeit beim Erstellen unendlicher Zeitschriften ist auch wieder geil. Durch Ausnutzung der dimensionalen Resonanz ist revolutionär. Von ihrem technischen Beitrag zum Bau des Core-Generators mal ganz abgesehen. Ehrlich gesagt, wenn sie sich so sehr bemühen, ihre wissenschaftliche Methodik zu erlernen, laden sie einfach zum Mittagessen ein oder so ein. Ich habe gehört, dass sie eigentlich ganz nett ist. Anne. Diplomatisch ausgedrückt. Wie wir Juristen sagen, es kommt drauf an. Bauflugzeugmaschine, Bauplan. Sieht ganz normal aus wie ein Flugzeug. Was macht denn hier so Ventilatorgeräusche? Wahrscheinlich ein Ventilator, ne? Wahrscheinlich jetzt hier was gegen die Scheibe geklatscht und ich gucke in die Richtung, ne? Guck mal, im Schatten. Lalalalalalala. Guck mal, der Schatten. Der ist voll steif, der Schatten. Mir das noch aufgeschrieben? Nee, ne? Er schreibt mir überhaupt nicht. So, hier waren wir jetzt. Dann gehen wir jetzt hier den Gang lang. Ich glaube, die Türe kommen wir nicht. Ich würde gerne den dicken Raum hier vorne. Ja, nein, Kate, das ist, glaube ich, nicht so, oder?
Die Winnie freut sich über den Schatten. Ja, der sah lustig aus. Der sah so steif aus. Ich weiß nicht. Ladies, komm. Auf die Frauentoilette können wir aber jetzt mal. Hallo, wieso ist denn immer nur die... Wieso ist denn immer die Frauentoilette gesperrt? Sehe ich leider nix. Chris, wann fängst du eigentlich morgen an zu streamen? Fängst du ja an? Weil wegen Urlaub. Und was streamst du morgen? Achso, morgen? Tierversuche, Wetterkontrolle, Zeitmanipulation. Um sie morgen? Gibt es irgendwas, das die hier nicht erforscht haben? Oder wann war jetzt um sie? Du musst mir nochmal genau berichten. Mittwoch ist ja Embermond. Haben wir noch einen Bauplan von irgendwas? Können wir das mal genau angucken? Das ist so schlecht, ne? So kann man noch ein bisschen ranzoomen. Achso, was haben wir denn hier? Bauplan für kinetische Regengeräte. Gehst du besser nicht rein? Fang früher an. Ich denke mal, ich mache morgen erst Mario Hack fertig. Anschluss Yoshi! Oh, es gibt wieder Yoshi! Yay! Okay, Mario Oberflow im Moment, aber Yoshi Hack war cool. Die Star Road kommt noch, ne? Wann wolltest du den um sie machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier ist alles voller Blut. Wie? Das ist auch eine geile Levelbegrenzung hier. Einfach mal ein paar Leichen hingelegt. Den haben wir eigentlich schon. Kommen sie am Donnerstag. Ah, okay. Das ist unsere Schwester. Yay! Hey, nicht fluchen. Rose. Oh mein Gott. Meine große Schwester ist hier. Ich muss mal kurz gucken, was der geschrieben hat. Meine große Schwester ist hier. Ja. Tschüss. Das ist sie. Und wir, Schwester Herz, ja, werden jetzt hier verschwinden. Sag schon, wie komme ich zu dir? Da rechts ist eine Tür, ein kurzer Flur, ein Treppenhaus. Kannst du nicht verfehlen. Ach so, ich bin gleich bei dir. Ada? Ich hab nichts gemacht. Ada! Raus! Raus jetzt! Ich kann nicht. Rose! Ich kann nicht. Rose, hör mir zu. Es ist okay. Wirklich, es ist okay. Du bist meinetwegen hier. Ich werde dich ewig dafür lieben. Aber du musst etwas tun. Vielleicht kann der Operator das auch machen. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose. Versprich es mir. Nicht so. Versprich es mir, Rose. Mensch, Aubrey, mach die Tür auf. Nein. Oh, nee. Ada. Jetzt stirbt unsere Schwester. Nein. Das finde ich jetzt aber blöd, ehrlich. Finde ich richtig blöd. Ich verspreche es. Nicht schön, oder? Dino Crisis ist ja mal vorher. Erst Dino Crisis, danach um sie. Passt doch sehr gut. So ein Scheißspiel. Ja, scheiße, ne? Kapitel 5, die Dunkelheit ist alles. Weiß nicht, ob wir jetzt noch ein ganzes Kapitel schaffen, ne? Rose, bist du da? Komm schon, Rose. Manche sind ja extrem schon, lang. Rose, antworte mir! Rose! Verschwinde, Aubrey. Jetzt oder nie, Rose, sie kommen. Ich hab gleich keine weiteren Türen mehr zu schließen. Ist mir egal. Ist mir egal. Sie ist tot, Aubrey. Ich war zu spät. Sie ist tot. Ich weiß. Was ist denn aber da? Du hast etwas versprochen, Rose. Pfadfinder, Ehrenwort und so. Wenn du jetzt nicht gehst, holen sie dich auch. Ein Versprechen. Komm schon,
Steh auf und dann raus. Die Tür auf der linken Seite. Los! Also, ich finde die Monster finde ich blöd und dass die Schwester tot ist, finde ich jetzt gerade auch blöd. Die Wendung im Spiel. Also keine Wendung. Der Verlauf gefällt mir gerade noch nicht so. Dann kommen sie. Halten sie ihr Versprechen. Gut. Weiter Richtung Physikabteilung. Sobald du mich hier rausgeholt hast. Ich gehe nicht zur Maschinenhalle, Aubrey. Aber du hast gesagt, du hast versprochen. Ich weiß, Aubrey. Ich weiß. Und ich halte mein Wort. Aber meine Schwester bat mich um einen letzten Gefallen. Ja, das muss ich zuerst erledigen, Aubrey. Dann kommen wir, Aubrey, okay? Familie geht vor. Ich verstehe. Wohin musst du? Zum Theater. Wie komme ich dorthin? Öffne erstmal die Tür von der Physikabteilung. Ich überlege so lange, wie du zum Theater kommst. Ich bin gleich wieder da. Ich wäre an Aubreys Stelle echt angepisst. Der hilft uns hier die ganze Zeit. Aber richtig krass. Und sie sagt immer, nö, später. Irgendwann später. Hilf dir später. Das suche ich meine Schwester. Ach ne, jetzt suche ich erstmal die Unterlagen von ihr. Die kann den doch theoretisch jetzt rausholen. Und der kann ihr dann auch noch helfen währenddessen. Helios Physikabteilung. Expansion in neue Sektoren. In neuen Sektoren. Das ist wieder so klein. Unsere Expansion, die zuvor von der Meteorologieabteilung besetzen Bereiche, dauern länger als erwartet. Dies bedeutet, dass wir fortan sehr sparsam mit der Installation unserer vorhandenen Ausrüstung umgehen müssen. Mir ist bewusst, dass die Meteorologieabteilung die Zeit nutzen wird, um uns vorauszukommen. Bitte denkt dran, während dieses Prozesses Ihnen gegenüber geduldig und höflich zu bleiben, da wir später in diesem Jahr Ihre Unterstützung bei der Energieverteilung benötigen werden. Neue Lieferungen mit Ausrüstung werden diese Woche ankommen. Da wir uns immer noch im Übergang befinden, wird die Lagerung ein Problem werden. Mein Büro ist immer offen. Wenn ihr Vorschläge oder Lösungen habt, kommt bitte vorbei und teilt sie mir mit. Macht weiter so. Wir haben spannende Zeiten vor uns. Ja, ist von unserer Schwester Lee, Researcher und Ada Archer. Warte mal. Das hat Ada geschrieben. Ja, stand ja auch drunter, ne? Muss ich wieder weinen, so sind Frauen doch. Wenn ein Mann was will, heißt es immer später, später. Ach, Quark. Also nach dem Kapitel werde ich auf jeden Fall einen Cut machen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so krass lang. Ich denke mal, ein bisschen nach 10 wird es noch dauern. Ich kann es halt schwer einschätzen. Die ersten Kapitel waren mega kurz. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung, Rose. Bist du da? Mal gucken, was denn das ist. Ja, ich bin hier. Irgendetwas brennt jetzt. Oh ja, das wird der Reaktorkern sein. Hier ist der Nullpunkt. Der Reaktorkern brennt. Angefangen. Ja, super. Das Feuer, das wir entfacht haben, brennt einfach weiter. Die Helios wird seit Tagen von innen heraus zerstört. Atme die Dämpfe nicht ein. Das ist absolut nicht zu empfehlen. Wollt ihr die Gasmaske mitnehmen? Leichter gesagt als getan. Wollt ihr die Gasmaske mitnehmen? Du hast einen Weg zum Theater für mich gefunden. So, ich kann nicht lesen. Habe ich, aber du wirst ihn nicht mögen. Komm schon. Schieß los. Okay, ich glaube, ich ersticke hier gerade. Der ganze Rauch und das Feuer herkommen. Nun, ich werde dich mitten hindurchleiten. Ich hasse diesen Ort. Muss ich mich jetzt beeilen oder kann ich mir die Sachen noch angucken? Der Reaktorkern ist abgeschirmt. Dein Funkgerät wird dort unten nicht funktionieren. Du musst alleine einen Weg durch die Flammen finden. Entsprechend der Vorschrift. Ich beobachte die fremdartige Energie hinter dir und versuche sie im Zaum zu halten. Wir hören uns auf der anderen Seite. Okay. Noch irgendwelche Tipps? Ihr kehrt zurück, neuer Code. Fang kein Feuer. Update wird in 7 Tagen durchgeführt. Kurz zusammengefasst. Okay, sie hustet nicht mehr. Das ist auch wieder normal. Ich glaube, ich muss mich ja nicht beeilen. Dann kann ich noch mal kurz hier hin.
Helios Physikabteilung, Core Memo. Entsprechend der Vorschriften 3.8c Absatz 2 der neuen Bestimmung der Physikabteilung wurde der wöchentliche Code für den Kernzugriff wie folgt geändert. 11223. Teilen Sie den Zugangscode nicht mit Mitarbeitern anderer Abteilungen. Der nächste Code-Update wird in 7 Tagen durchgeführt. Und unsere Schwester wieder. Ich weiß nicht. Kann ich hier atmen? Doch, doch. Mal gucken, wo ich hier lang kann. Problem mit der Technik. Der Reaktorkern brennt. Ja, hart, ne? Da brennt einfach der Reaktorkern. Und schon seit ein paar Tagen hier scheinbar. Ich glaube nicht, dass es so gut ist. Irgendwie bei Star Trek. Warpcamp steht kurz bevor. Ja, wir müssen uns noch Zeit hier. Also, nein, ich habe geklickt. Kann ich resetten? Hm. Ah, nö. Ich weiß, dass es falsch war. 1, 1. 2, 2. 3. Ich bin geil! Ich stelle mich hier vor die Tür, ich höre, ich geht auf und es bewegt sich da nichts, dabei geht die Tür hinter mir auf. Sieht doch nett aus, oder? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Vorsichtig! Vorsichtig! Das macht die Spätschicht, genau. Immer mehr Menschen. Den falschen Code eingibt, geht direkt da auch hoch. Nuklearexplosion. Point Spacey lässt sich immer noch spoilern. Oh oh, die Tür geht zu. Ups. Ja, hier kannst du doch keine 2 Sekunden atmen. Hier bist du sofort down, oder nicht? Und hier sehe ich überhaupt nichts. Ich hätte ja die Gasmaske mitgenommen. Hier nimm so eine Maske von dem. Wieso nimmt die denn die Maske nicht? Versprich es mir, Rose. Ja, ich verspreche es dir doch. Ada? Jetzt schon Hallos. Rose! Oh mein Gott! Meine große Schwester ist in. Geh zum Theater und hol den zweiten Teil des Berichts. Zusammen sind sie der Schlüssel zu allem. Du kannst das in Ordnung bringen. Versprich es mir, Rose! Ich habe ja immer noch eine Hoffnung, ne? Das ist ja ein Zeitexperiment, was hier schiefgelaufen ist, ne? Unsere Schwester hat uns ja aus der Zukunft geschrieben. Genau neben ihm zu stehen, während er vielleicht lebt die dann doch noch wieder. Gleichungen löst, für die andere Wochen geackert hätten. Vielleicht schreiben wir ja noch sein Gehirn nahezu arbeiten hören. Unsere Vergangenheit, Schwester. Man konnte es hören, wie eine Naturgewalt. Ich verrate Aubrey. Dir was. Bleib Aubrey! Rosie, du bist zurück. Großartig. Ich habe Benny hier gerade erzählt. Das Theater, Aubrey. Wie komme ich dorthin? Du erwähntest einen Aufzug? Natürlich. Genau vor dir. Ich schicke ihn zu dir. Was hast du dort überhaupt vor? Ich muss ein Notizbuch finden. Rose, dein Schmerz liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft und du hast mein aufrichtiges Beileid. Ich will jetzt nicht darüber lesen. Ich denke, ich verdiene zu wissen, worum es geht. Du hast recht, Aubrey. Tut mir leid. Ich suche ein Notizbuch, das meine Schwester irgendwo im Theater versteckt hat. Es enthält ihre Forschungsergebnisse und ich habe versprochen, darauf aufzupassen. Das ganze Schiff war von ihrer Kompetenz überzeugt. Ach, quatsch nicht so viel, ich will aber vorlesen hier. Und jetzt warte ich mal. Sie tot. Oh gut, jetzt ist er fallen. Der Aufzug ist immer noch nicht fertig. Sobald du bereit bist. Hab ich? Danke, Spiel. Zeitung, The Lightning. Königlicher Besuch am Bord der Helios erwartet. Eine Reihe scheinbar unabhängiger Massenkäufe von Kupfer werden über Briefkastenfirmen bis morgen gleich zurückverfolgt.
Genau den gleichen Zeitungsartikel haben wir am Anfang des Spiels gelesen. Könnt ihr euch noch erinnern? Industrie leidet nach Warncliffs Kupfer, Mangel an Kupfer. Genau das gleiche. Gleiche Zeitung. Genau der gleiche Text. Immer ein schicker Aufzug, ne? Jesus! Was ist denn jetzt schon wieder Jesus? Kapitel finden Sie thematisch passende Collectibles. Versuchen Sie alle zu finden, um mehr über die Helios und das Schicksal der Menschen an Bord zu erfahren. Besucher und Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helios aufgrund ihrer schierenden Größe oft die Orientierung. Daher, ich habe schon schnell vorgelesen. Ach, Kapitel 6. Perfekt. Ja gut, wir haben 10 vor 10. Leute, ich mache hier einen Cut. Weil ich glaube nicht, dass das Kapitel jetzt in 10 Minuten durchbringbar ist. Das Drama. Dionysus. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber wir machen hier einen Cut. Wir machen hier nächsten Montag weiter. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. So, Hauptmenü. Das ist sehr gut. Ein Cut. Ja doch, das werden schon auf jeden Fall, wird noch ein ganzer Stream sein. Ich habe beim Gronkh reingeguckt, wie weit ich bin. Und wie gesagt, das waren noch 5 Stunden, glaube ich. Wie viel habe ich denn jetzt heute gemacht? Ja, ich habe jetzt fast 3 gemacht. Also das wären jetzt noch 2 Stunden, das Spiel. Das ist mir ein bisschen zu lang. Dann wäre ja 10, dann müsste ich ja bis 12 Uhr streamen. Vielleicht mache ich damit ja auch am Samstag weiter. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, was ich Samstag spiele. Und mir gefällt das echt gut. Ich guck mal spontan. Ich guck einfach mal, ich weiß noch nicht. Oh, ich skippe hier überall durch. Mein Gott, ist die Seite hier dunkel. Ist so hell? Leute, das war Close to the Sun. Ich denke mal, beim nächsten Stream werden wir durchkommen. Weil, wie gesagt, ich habe so gesehen, 5 Stunden im Dreh sind es noch. Obwohl, ich musste ja am Anfang noch ziemlich viel nachholen, ne, vom letzten Stream. Ich denke mal, beim nächsten Stream kommen wir durch. Guck noch mal rein. Spätestens Montag geht's mit dem Spiel weiter, aber Samstag geht's auf jeden Fall auch weiter. Aber auch ein bisschen später, weil Danny nicht streamt. Weiß noch nicht. Ich fange ja so um 6 an. Vielleicht fange ich so um 7, halb 8, 8 um den Dreh rein. Ich werde das noch mal ankündigen. Sag euch dann noch Bescheid. Und ansonsten wisst ihr ja Bescheid, ne? Morgen erst Chris, dann Insider. Und restliche Woche kennt ihr ja auch. Und dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen und guck nochmal, was ihr schnell geschrieben habt. Für immer weiter streamen. Och, Käse. Käse, wir spielen mal bald 7 Days to Die zusammen. Du willst mir beim Server einrichten, dann brauchst du mal einen fertig und dann spielst du da mal mit. Nein, nicht Samstag. Wieso nicht Samstag? Samstag kann ich nicht gucken. Wieso kannst du Samstag denn nicht gucken? Gute Nacht dann alle, schlaf gut. Vergiss die Dinos nicht vor lauter Umsi. Ja, du fängst ja viel früher an. Dino kommt ja viel, viel früher. Also erst Dino, dann Umsi. Samstag bin ich unterwegs. Okay. Ja, vielleicht streame ich Samstag was anderes. Ich weiß das noch nicht. Ich mache das spontan. Aber ich habe halt schon Bock, das weiter zu streamen, weil mir das echt Spaß macht. Muss mal gucken, dass ich noch ein bisschen Musik jetzt anmache zum Schluss. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendjemanden hosten kann. So, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe noch ein bisschen runtergedreht. Wer ist denn noch online? Gar keiner. Wie immer. Oh, ist das laut. Ist das auch so laut bei euch? Ich hoffe nicht. Hilfe. Ich setze mal den Kopfhörer ab. Ja gut, weiter. Kommt gut ins Bett, ne? Kommt gut in die restliche Woche. Mir geht Samstag weiter. Schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.